Und damit einmal ho zu einem neuen Stream für Animal Crossing New Horizons High Crusher. Ja, du bist mal wieder auf dem Maskerade-Trip. Ich hab schon gesehen, auch in meinem Discord. Du bist ein gutes Lied auf jeden Fall. So, wie geht's der Crusher? Ich bin tatsächlich heute... Nee, mir geht's tatsächlich heute mittelmäßig. Ich hatte ein bisschen Nasen... Ich hatte ein bisschen Schnupfen heute früh. Wieso bin ich im PC mit dem anderen Ack angemeldet? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hallo liebe Bewohner, es ist Samstag, jetzt 28. März 2020, 16.38 Uhr hier auf Maris Land. Nichts Neues heute. Dann bleibt mir vor, nur, dass ich euch ein neues, wunderschönes Ding wünsche. Wochenende, alles klar. Hi Julie. Und hi. Kati. Geil, sehr, sehr geil. Okay, schauen wir mal. Was haben wir in der Post? Jesse. Wie klasse das in dein Geschenk? Ich drehe durch. Oh, hey, ich habe die Karte Lieblings-Eissorte gehalten. 2 Minuten riecht man, oder? Riecht irgendwie noch scheiße. Na, okay, Spaß. 2 Minuten riecht man, oder? Ja, lass uns mal wieder abhängen. Ja, wenn du wieder gesund bist, gerne. Kruscher, ho, 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 hier eine Hose. Das ist natürlich cool. Was haben wir jetzt hier? Für eine Hose. Und wir haben ein paar Sachen bekommen. Gulliver. Was haben wir hier eigentlich favorit? Ich wollte das Geschenk nehmen. Ja. Und dann wegwerfen. Dann Nux Mein Programm. Ein Artikel. Auch cool. Ja, eine Tasche. Wegwerfen. Yes. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen. So. Und hier noch 2. Gut. Zwerg. Riese. Was? Das sind eure gegenseitigen Spitznamen, oder wie? So. Wir haben ein volles Inventar. Das ist schon mal perfekt. Das haben wir hier. Eine Outdoor-Hose. Einen 1001 Nachtschleier. Eine Monster. Oh, die Monsterfigur ist ja jetzt neu. Stimmt. Die muss ich gleich irgendwo hinstellen. Sportbrille. Miss Flamingo. Pocket Kleinbus. Genau. Und hier ist Teleskop. Amazing. Wir schauen mal, dass wir. Das ist ja Mr. Flamingo. Dann tun wir das hier mal weg. Und tun dafür mal Mrs. Flamingo hin. Ich weiß nicht, inwiefern die anders aussieht. Dann sitzt wird gekocht. Ich hoffe, man hört den Hintergrund hier nicht so laut. Wenn ihr das hört, dann sagt Bescheid. Da ist Fenster zu. So. So. Die beiden Flamingos. Nein, ich wollte euch hier rüberschieben. Und hier ist immer noch mal Platz. Da kann man sich schön hinsetzen. Toll. Okay, gut. Dann haben wir meine Flamingos. Und wir haben den Pocket Kleinbus-Typ ins Haus. Teleskop. Puh, ja, da passt hier nicht so super hin. Tue ich den mal woanders hin. Vielleicht relativ oben bei der Map, das wäre eine Idee. Aber erstmal fange ich mit diesen wunderschönen Schwammschwanz. So. Ja, supi. Gut. Was wird denn gekocht? Weißt du das schon, Krusche? So, Pocket Kleinbus kommt ins in Ding quasi. Die Monsterfigur, mal schauen. Ich schau mal kurz den Schleier an. Das sieht wunderschön aus. Die Outdoor-Hose. Ist auch gar nicht so schlecht. Die passt sogar zu meinem Bären-Outfit. Ich glaube, so laufe ich jetzt rum. Hab ich das doof aussehen? Der Schleier. Ich glaube, der Schleier ist gar nicht so hässlich, aber es ist halt auch eher was für weibliche Personen, glaube ich. Na, ist aus, wie so, ob ich so ein Gespenst auf dem Kopf hätte. Naja, wieso? Was soll's? So, dann gehen wir da mal rein. Und da kommt ja meine schöne Musik. Ah, ich wollte mich nur umkleiden. Tulpenhut. Sportprobleme aus. Tulpenhut. Ja, gut, die Streuenbrille ist irgendwie cooler. Und die Socken sollte ich mal. Ich sollte mal andere Schuhe anziehen, glaube ich.
So, diese Schuhe. Oder dazu andere Socken, weil die sind schrecklich. Dann stellen wir die mal hin. An die Wand. Oh, stehen sie da drin. ja gut, das war so nicht geplant. Kriege ich die jetzt wieder? Meine Schuhe, die jetzt im Automaten sind? Ja. So. Dann tue ich das hier mal erstmal ins Lager. Sportpull auch. Und die Radlerschutz auch. Wo machen die Radau? Okay, so. Was wollte ich? Ich wollte meine. Ich schaue, ob ich noch Socken habe. Wir sortieren das mal. Ich glaube, es sortiert sich sogar automatisch. Ich glaube, wir haben keine Socken mehr. Oder mal kurz schauen. Nee, ohne Socken ist auch komisch. Noch lieber mit Socken. Ja gut, dann treibe ich die Socken halt. Macht dir nichts. So, die Etüde-Tour gleich mal rein. Hinzufügen, Etüde. Die würde ich jetzt nicht hören. So. Gut, den kleinen Bus können wir auch irgendwo hinstellen. Weiß noch nicht genau wohin. Egal, tun wir den kleinen Bus erstmal in den Schrank. Das Teleskop wollte ich mitnehmen. Das kommt ins Lager und das haben wir hier noch. Die Monsterfigur. Oh ja, die muss ich auch noch irgendwo hinstellen. Ich weiß nicht genau wo. Von Kalkly, da habe ich erst zwei. Ja, ich sammle alle, deswegen. Ja. Aber ich schicke auch, ich schicke auch Troppel jeden Tag eins und er schickt mir eins. Das ist auch eine nice Sache. Eine Monsterfigur, wo kann ich da hin tun? Auf die Bauminsel? Nee. Oh, hi Sina. Oder Tina. Guten Tag. Zeig mir, was du hast. Ich habe kein Geld dabei, aber ich schau mal trotzdem mal. Betty macht ein bisschen. Hey, ich laufe rum mit deinem Stock in der Hand. Du. Amazing. Auch ein Schnuller. Ich kann mich meinem Alter anpassen. Was ist das? Ein Shirtkleid. Das ist ein Shirtkleid. Oh, ein Upcycle würde auch gut stehen. Obwohl der Regenmantel sehr fresh ist. Ich bin Geld dabei. Hi, Betty! Oh nein, 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 war ein Scherz. Okay, das hat dir geglaubt. Aber sing. Du kriegst auch speziell an. Ich habe vor Jessie getroffen. Und sie hat ausgesehen wie Krabbensalat vom Vortag. Das ist aber nicht sehr nett. Sie wird doch nicht krank sein. Ich wollte auch bei ihr vorbeischauen, weißt du? Aber es ging nicht, weil die ihre Tür zugesperrt hat. Ich auch nichts dafür. Oh, wieso? Ich glaube, mein Joy-Con ist im Arsch. Der dreht sich mal um, ohne dass ich möchte. So. Ein Fossil. So, wie viel Geld habe ich denn? Ah, jetzt kann ich alles verkaufen hier. Die Monsterfigur. Danke schön. Mein Link für ein Follow. Und hier ist wieder ein Spot für den Geldbaum. Das ist gut, das ist wirklich gut. Könnte ich wieder einen krabben. Den lasse ich aber das erstmal da. Ich würde mal. Oh, da ist eine Biene. Durch eine Biene? Ah, jetzt habe ich die hier nicht ausgerüstet, oder? Ich habe so viele Items dabei. Nein, nimm das. Ich will die Biene fangen. Ja gut, so geht's natürlich nicht. Die Blumenkreuzen wollte ich mir auch mal anschauen, wie das funktioniert, weil da gibt es so verschiedene Regeln und die kann ich machen. Da fand ich so ein komisches Viech, aber das braucht man eigentlich nicht. Kann ich verkaufen, aber das ist so ein Sandlaufkäfer. Na egal. Jo. Dann verkaufe ich mal alles und dann kaufe ich mir was. Gut, gut, gut. Boxy Kinder. Hört man die laut? Machen wir das Fenster zu. Ich will mal den Schnuller sehen. Nee, lieber nicht. Ich kann mich gleich zu den Rausbegesellen. Die ist in Quarantäne, die hat Corona. Wen meinst du? Nee, geht. Okay, passt. Passt, okay. So, anzubieten. Ah, das ist eine Makrele, Flussbarsch, das ist der Fichtenbock. Makrele. Kaulischnecken, die habe ich gesammelt, aber eigentlich jetzt nicht mehr.
Was brauchen wir noch? Das da. Kann ich alle verkaufen. Hier die Sterni-Coupons auch. Schwalmschwanz, Bitterling, Flussbarsch, Seeengel, Sandlaufkäfer, Makrele und Sanddollar. Das heißt, die drei Sachen haben wir noch. Monsterfigur, Fossil und Teleskop. Yes! So, insgesamt 23.000, das ist nice. I like it. Das Herzentradio finde ich jetzt gar nicht so fresh. Mülleimer habe ich auch schon. Ich kaufe mir schnell eine Mädelsinn. Und dann bin ich auch schnell wieder weg. Nein, ich will nur eins kaufen. Okay. Bye, 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 bye. Tschüss. Ja, bitteschön, tschüss. So. Ruf. Genau, das mache ich raus. Oh nein. Okay, das Geld-Ding machen wir dann gleich. Oh, ein Geldbaum ist gewachsen. Bist du dran? 99.000, Alter! Junge, Alter, wir sind reich, Alter! Alter, es ist ja voll fresh. Es ist ja echt voll fresh. Ja gut, dann würde ich sagen, Bubble Bullwin aus, vergraben wir gleich wieder einen. Alter, lit! Lit! Okay. Schön. So. Ja, wow, 1000 Sternis, Alter, wer braucht denn 1000 Sternis hier? So, vergraben. Baum. So. Ich weiß tatsächlich nicht, ob man Geldbäume ausgraben kann. Das müsste ich mal überprüfen. Oh, hi, Doris. Aber Betty ist echt der Beste. Der läuft die ganze Zeit jetzt in Naruto-Manier hier schön über, über den Rathausplatz, Alter. Ein Boss. Also, echt ein Boss im Hintergrund. Ja. Hallihallo, Marie, wow, wow. Ich habe jetzt alles zu Hause verstaut, also kann ich meinen Nachbarn Hallo sagen. Ich bin echt froh, dass du mich an meinen ersten Tag willkommen geheißen hast. Oh, bevor ich vergesse. Ich bin froh, dich getroffen zu haben, denn ich hatte eine Kleinigkeit für dich. Ein Begrüßungsgeschenk für meinen neuen Nachbarn. Oh, was haben wir denn? Hast du mit Geld verkrampft, ein Geldbaum? Nein, man muss Fische vergraben. Das war in meiner Heimat total in. Ein Elektronik-Set. Also, in meiner früheren Heimat. Ich meine, ich weiß so, dass ich hier zu Hause bin. Bis später. Oh, war süß. Okay, ein Elektronik-Set. Ach, der ist mir beigebracht, oder ist es das Geschenk? Super noch verpackt hat sie es. Jetzt laufen die beide zusammen rum. Ich habe echt die coolsten Bewohner von allen. Da kann man sagen, was man möchte. Die laufen jetzt einfach alle hier so rum. Oh, wie geil ist das denn, Alter? Oh, schön. Was haben wir hier Neues? Tue ich das? Ich glaube, wir spielen an meinem Geburtstag Animal Crossing. Aber es ist eh ein Sonntag. Es müsste passen. So. So. Dann machen wir mal diesen Geldstein. Das ist kein Geldstein. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ein normaler Stein einfach. Oh. Joy-Con, schau in diese Richtung. Junge, wieso sagt, macht er was, was ich nicht möchte? Du gehst jetzt dahin. Oh, und jetzt schau auf diesen Stein. Junge! Mein Joy-Con driftet. Ich habe Obst vertragen. Ja, du kannst auch nur an bestimmten Stellen Geld vergraben, an diesen Stellen halt, wo das so schimmert im Boden. Sonst geht's nicht. So. So. Das kann ich immer einzahlen, das bräuchte ich jetzt eigentlich nicht. Gut, gehen wir mal hier rein. Kaufen uns die neue Musik. Crusher, willst du auch das Lied von heute haben? Kann ich dir auch schenken. Ich meine, ich habe ein bisschen Geld, null abgehoben und so. Ein Rostbauteil und ein Setzling. So. Willkommen. Ja, gut, halten Sie Bonusmeilen. Okay, man kriegt immer jetzt 300, das ist okay. Nochmal einlösen. Ah, ich wollte gar nicht einlösen. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Hier, Nook Shopping. So, was haben wir da? Ah, nicht hier. Ich wollte hier schon. Okay. Elefant, die ist ja geil. Aber die ist rosa.
E-Roller. Trucker. Oh, die Trucker Cap ist eigentlich fresh. Die da so grün ist. Also die nehme ich mir. wieder mein Privat-T-Shirt. Ja, es kann wieder neu kommen alles. Die Wassersportschuhe. Kaka Volk, okay. Willst du auch haben? Okay, dann schicke ich es beiden, also dir und Trappe. Aber ich schreibe jetzt nichts dazu. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. Ich hoffe, das passt so. Gib mir den Mundschutz. Hast du keinen Mundschutz? Soll ich den Mundschutz schenken? Ich kann dir schenken, wenn du magst. Aber ist auch nur 1,140, das ist ja nicht viel. Aber dann kauf mir bitte auch das Lied von heute, Crusher. Das ist dann fair. Dann kriege ich halt auch was zurück, so. Ja, okay, aber dann schick mir auch das Lied von heute, okay? Was bei dir ist. So. So. Dann schicke ich dir noch den Song und dann haben wir hier gekauft. Kackafuck. Geschenk. Ich nehme immer dieselbe, falls eigentlich auch komplett egal ist. So. Hab schon 5 Artikel gekauft. Hä, man kann doch das. Boah, dann bist du aber selber schuld. Okay, dann kaufe ich dir das nächste. Kaufe ich dir erst wieder Musik, wenn du mir eins kaufst. Das ist fair. So. Was habe ich jetzt hier Neues? Die Monsterfigur. Ah, ich wollte das Geld einzahlen. Beziehungsweise, ich kann dir einen Kredit jetzt abzahlen. Ich habe jetzt genug. Nukmalen einlösen. Ah, nicht einlösen, ich wollte das Ding machen. Nee, das passt schon. Das musst du nicht machen. Das musst du nicht machen. Kreditrückzahlung. Haben wir eh nur noch 15.000. Nice. Okay, dann haben wir das geschafft. Tada! Das wird abgezahlt. Dann kann den Rest kann ich eigentlich gleich aufs Bankkonto tun. Bankautomat. Einzahlung. Nice. Nice. Oder hast du das Klagelied? Ich weiß es nicht. Ich schau mal nach. Ob ich das Klagelied habe. Ich kann ja auch kurz hier schauen. Das synchronisiert sich ja zum Glück. Klagelied. Freudelied. Mambo. Plus. Ne, Klagelied habe ich glaube ich noch nicht. Ne. Ja, ich musste mir. Obwohl, ich glaube, wenn du es hast, dann kannst du es mir dann. Kannst du es dir selber dann nochmal bestellen, glaube ich. Bin aber gar nicht so sicher. Gut, wir wollten nach oben gehen, das Teleskop aufstellen. Auf den höchsten Punkt der Map. So, nehmen wir unseren Step. Wo ist der höchste Punkt der Map? Der müsste hier oben sein. Ja, da macht sogar Sinn. Jetzt mal hier hoch. So. Wieso geht es hier so nach draußen? Egal. Geh nach oben. Oh, da oben ist so ein Grillentyp. Viech. Oh, das ist eine Gottesanbeterin, oder? Oh, eine Gottesanbeterin. Yes. Nice. Das ist ja die, die ihre. Das ist, sind, glaube ich, die Tiere, die ihre Männer nach dem Akt auffressen oder so. Ja, nach der Fortpflanzung. Oh, ich bin mich immer so schnell. So voreilig. So. Teleskop abplatzieren. Na ja, gut, die Richtung ist nicht die beste, aber ich denke, das ist ja echt gut geeignet. Genau, dafür. Ich finde, das hier sieht cool aus hier. Dann bräuchte ich aber noch so einen Sitz irgendwie, dass ich mich da hinsetze. Dann müssen wir noch einen Stuhl holen. Was ist Elektronik-Set? Okay. Amazing.
Monsterfigur, sag ich dir, ich glaube, die platziere ich hier oben, an den Rand. Ich glaube, das ist einfach nur geil. Nicht genug Platz, all diese so riesig, oder? Okay, da muss ich hier ein bisschen aufräumen. Schaufel, wo bist du hier? So, weg und weg. Vielleicht kann ich es dir schenken. Schenken geht. Ah, schenken geht trotzdem. Ah, sehr gut. Also man kann trotzdem schenken, wenn man schon 5 gekauft hat. Das ist ziemlich cool. Ach Junge, wie riesig ist denn diese Monsterfigur? Junge, die ist so geil. Ah, die ist so schräg. Warte, sieht das blöd aus? Warte mal, kann man das dann von unten sehen? Ja, die Monsterfigur ist einfach nur Killer. So. Sieht man die da von unten? Wie geil! Alter, die ist ja immer sowas von episch. Aber ich glaube, der Platz gefällt mir nicht. Ich glaube, die muss woanders hin. Aber diese Figur, die ist einfach nur amazing. So, kann ich die irgendwo hinnehmen? Wie tue ich irgendwo anders hin? Hm. Vielleicht in die Ecke da nach oben. Ganz in die Ecke und ich schaue dann so runter. Das wäre was. Das wäre was. So. Tun wir die vielleicht da in die Ecke hoch. So, Monster, bist du hier? Ne, da. Oh, yes. Oder noch eins rüber. Hm. Junge, mein Schalkon ist kaputt, Alter. Mein linker, leider. Diese Figur ist einfach nur cool. Wann? Am Montag? Ich weiß es noch nicht, welche Uhrzeit. Ich denke vielleicht so 15 Uhr oder so. Aber ich kann noch nichts dazu sagen. So. Vielleicht, also ich eventuell mache ich dann eventuell auch mal so ein Turnier ein bisschen was. Weil es gibt jetzt die Turnierfunktion, die ziemlich cool ist. Könnte man auf jeden Fall was machen. Ja, dich darf reingehen zu Chelsea. Das ist ja super nett von ihr. Du bist immer noch krank, ich weiß. Oh, du Arme, bist ein Schlafanzug. Oh, meine Mutter, aber sie muss mir geht. Das finde ich echt supi von dir, Fieb. Hier ein bisschen Medizin. Für mich vielen Dank, Zeug ist sicher wie der Heiltrank aus dem Videospiel, Fieb. Ja, das ist ein Heiltrank in dem Videospiel, aber okay, hier nimm. Oh, mir geht's hier ein bisschen besser. Aber ich werde es trotzdem langsam angehen. Mir geht's schon wieder richtig gut. Dafür sollst du auch was haben. Eine Strickjacke mit Hemd. Wieso gibt ihr mir was? Das ist doch, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass ich dir was gebe hier. Das ist aber nett von dir, danke. Was ist das hier? Ich bin wirklich so laut an. Ich liebe dich. Oh, das ist ja süß. Kann man ins Bett gehen? Nee, da kannst du gar nicht pennen. Obwohl das hier ziemlich cool ist. Mit diesem Schreibtisch unter dem Hochbett, ja? Oh, ich kann Stopp sagen. Was ist das hier oben? Was da wohl drin ist? Hier ist nichts drin. Wow, das ist ja amazing. Ich glaube, ein krankes Hörnchen oder Hamster, was immer du bist, dem sollte man nicht den Staubsauger einschalten und wieder gehen. Oder doch? Okay, passt. Ich schaue mal den Brief gleich an. So. Eieieiei. Was haben wir da? Nukumailan. Du bist immer vom Ohrwurm von. Was ist ein Ohrwurm? Hilfsbereit. Ja, gestern konnte ich nicht in ihr Haus gehen. Okay, das war alles. Was haben wir hier noch? Ah ja, die Gottesanbeterin. Ach, die gibt es jetzt nur noch bis 17 Uhr gerade so. Und ich habe sie gerade noch so gefangen. Ja, das ist super.
Das ist supi. Okay. Gehe ich gleich mal ins Orangen. Ja. Nice. Boah, wie viele Orangen es gibt. Voll gut. Ah, ich müsste aus jedem Apfelbaum einen Orangenbaum machen. Mein Lord ist killing me, was? Warum? So, guten Tag, Eugen. Oder gute Nacht bei dir, eher. Hey, was geht ab? Ja, ist gut. Du darfst mich dienen, darfst mir dienen mit Fossil. Habe ich Fossil? Ja, ich habe zwei sogar. Hier, nimm. Yes. 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 Ja, ja, ich spende eh noch nicht was. Yes, Stiften. Brachiosaurus, Gott ist mit drin. Und, ach, Herr Optodex, das ist cool. Mhm. Nö. Okay, auf Wiedersehen. Was? Achso, hit me baby one more time. Amazing. Und hier meinen Briefkasten mache ich gleich. Ich muss erst ein paar Bäume schütteln. Aber ich wollte ja mit Dingbäume schütteln, mit dem Kescher. TikTok on the clock. Oh nein. Ich lasse es mal liegen. Oder oben ist noch was verkraben. So, nö. Aber ich habe echt viele Bäume hier gepflanzt. Das ist ziemlich cool. Briefkasten. Crusher. Ganz egal wie das Leben. Ich mach was, egal wie das Leben, ich mach mich gerade, wie das Leben ist, ich mach mich gerade, welche Maske Tage, was gerade, yes. Was hast du, welches Lied ist das jetzt, was du mir geschickt hast? Ah, hier Geschenk. Dankeschön für das Klagelied. Ich hab die meisten Bäume. Warum schüttelst du einfach die Bäume? Hä, warum nicht? Dann wachsen die Früchte doch nach. Stimmt, kann ich auch machen. Wenn ich gerade keinen Bock habe einzusammeln, dann schüttel ich halt nur. Dann wachsen sie schnell nach. Da, da. Danke fürs Klagelied. Crusher, dankeschön. Dann bis später, ja, und viel Spaß beim Kochen, ey. Mach mal schön, also lass nichts abfackeln. Lass nichts anbrennen. So, wir haben jetzt hier ein Elektronik-Set. Brauche ich das? Eigentlich weniger. Wie klopft denn da? Oh. Hier sind noch Früchte. Auf der schönen Insel. Bauminsel. Wir können versuchen, die Bauminsel so komplett voll mit Früchten zu machen. Probieren wir das mal, würde ich sagen. Jeden Spot. Okay, der Stein ist ein bisschen blöd, dass der hier ist. Der ist ziemlich blöd, tatsächlich. So, Schaufel. Hier ist auf jeden Fall ein Spot. Na, nicht da, da drüber. Kann man am Rand einen Baum pflanzen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wir können es ja mal probieren. Und hier noch eine. So, sammeln wir gleich. Ne, warten wir noch ein bisschen. Der Baum könnte eigentlich weg.
weil das kein Fruchtbaum ist. Aber es ist trotzdem ein Baum. Eigentlich kann ich die Apfelbäume ein bisschen reduzieren, weil die mir weniger Geld geben. Dann könnten wir eigentlich... Na okay, einen Apfelbaum lassen wir noch drauf, diesen Apfelbaum. Die anderen Apfelbäume müssen hier weg. Ich habe jetzt kein Ding, ich habe jetzt keine gescheite Axt dabei. Das ist schlecht. Dann mache ich mir schnell eine. Habe ich gerade Eisen dabei? Hier ist eins, passt. Herstellen. Machen wir eine Axt. Jetzt habe ich kein... Was? Ach, ich brauche eine Wackelaxt erst und ich habe jetzt so eine mittlere Axt. Das ist uncool. Oder ist es, wenn ich eine Frucht esse, kann ich umhauen? Das könnte auch sein. Es könnte auch sein, machen wir das mal. Dann essen wir einen Apfel und hauen einen Apfelbaum um. So. Dupdidup. Sprungstelle. So. Apfel. Einessen. Und dann nehmen wir die hier. Das bringt nichts. Okay. Ins Holz, das beklage ich mich jetzt nicht, aber... Müssen wir jetzt erst noch eine andere machen. Den muss ich mal kurz wegtun. Und dann hole ich mir hier noch kurz die ganzen Steine raus. Die können wir ja gebrauchen für die Axt dann. So, was brauchen wir denn alles für eine... Für eine Wackelaxt? Ast und Stein. Okay, wir noch ein paar Äste sammeln. Boah, ja. So. Oh, ach so, ich hatte jetzt das Ding. Oh, jetzt ist der Stein ganz weg. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm jetzt. Auf der Insel brauchen wir hier lieber Bäume hin. Das ist echt cooler. Haben wir echt Pfirsich hier schon? Ich weiß es nicht. So, ab hier weitergehen. Stimmt, ich hätte den Stein nicht komplett zerstören können. Das wäre eigentlich einfach gewesen. Naja, egal. So. Ich wollte hier kurz... Ich habe keine Äste da. Wie viel brauche ich? Äste 3, glaube ich. Okay, passt. Stein habe ich dabei. Ja. Okay. Herstellen. Ach, ich brauche 5 Äste. Herstellen. Yes. Wackelaxt. Yes. Weitermachen. Und dann noch die gute Axt. Jetzt habe ich ziemlich Holz. Gut. Dann haben wir jetzt genug Holz für die Axt. Jetzt herstellen. Tudu. Okay. Dann ab darüber und dann
um die Bauminsel kümmern. So. Der Baum, der muss weg. So. Welche Frucht tue ich jetzt rein? Soll ich Orange machen? Nee, mal Kirsche. Bei Kirsche habe ich auch schon zwei Bäume. Orange habe ich glaube erst einen. Nehme ich Orange rein. Ich würde euch vergraben. Wieso geht denn das jetzt nicht? Kann ich nicht vergraben? Hä? Hä? Wieso geht das nicht? Ich kann die nicht vergraben. Ablegen kann ich sie aber nicht vergraben. Was auch immer. Okay, der Baum hier bleibt bestehen. Der Apfelbaum im Zentrum. Ich glaube, ich brauche dann keine anderen Apfelbäume mehr. Ja, vielleicht ein paar äußere noch, aber ich würde die dann austauschen gegen andere Früchte. Jetzt habe ich hier wieder schon Platz für weitere Bäume. So. Orange Pflanzen. Ah, ich glaube, ich muss die Dinge in der Hand nehmen, dann geht's. Jetzt wird's wahrscheinlich gehen, oder? Ja, ich brauche die Schaufel in der Hand, sonst geht's nicht. Okay. Jetzt haben wir 4 von Orange, dann würde ich sagen, machen wir vielleicht noch einen Kirsche. Kann man dahinter einen? Na, das ist, kann man davor noch stehen? Nee, da muss ich eins höher machen. Hier. Mache hier mal den Kirschbaum noch einen. Geht hier noch einer hin? Ah, der ist zu weit unten. Der ist zu weit da. Hm, ich weiß nicht, ob der passt. Wahrscheinlich eher nicht. Nee, hier wird es dann zu eng. Nein! Oh Gott, jetzt habe ich das Schild mitgenommen. Mich gerade verarschen hier. So, ziehen. Zieh das. Das ist nicht zu blöd. Weil ein Baum ist oder weil ein Loch ist. Was ist denn da ein Loch? Hä? Ja, jetzt drehen. Andersrum. Wie schwer kann das sein? So. Vielleicht kommt hier dann auch später noch der Campingplatz hin auf diese Insel, das weiß ich noch nicht. Dass ich halt dann wieder ein paar Bäume hier abholze. Das ist ja alles nur zeitweise. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um ein paar Apfelbäume, die weg müssen. So. Ich kann in den nächsten Tagen einen Pfirsich bringen.
Ja, mein Pfirsichbaum wächst noch. Also ich habe schon einen Pfirsich, aber die wächst noch, der ist noch nicht fertig. Aber danke fürs Angebot. So. Der Baum kommt hier weg. Kann ich vielleicht die Schaufel daneben tun? Ich glaube, die ist gleich daneben, oder? Yes. Nein, auch nicht drauf sitzen. Wegbuddeln. So. Tatsächlich ist es mir nicht so wichtig jetzt, von wem ich wie viele Bäume habe. Ich würde sagen, jetzt erster Schritt ist es erstmal die Äpfel loszuwerden. Und der zweite Schritt ist dann, dass ich schaue, dass ich möglichst eine gute Anzahl von den anderen Bäumen habe. So, ich immer nach links und rechts, okay, ja. Das passt so. Dann nehme ich hier mal den hier. Das geht jetzt ziemlich leicht jetzt mit dem verschiedenen Umformen. So, hier haben wir noch einen Apfelbaum. So, Nettie ist auch online. Wie viele Stöcke habe ich noch? Gerade keine. Dann kann ich hier noch einen Baum hinpflanzen, hier ist so leer. Oder hier kommt mal ein Haus hin. Das kann ich mir auch vorstellen, dass hier mal ein Haus hinkommt. Wenn jemand einziehen möchte. Hier machen wir aber erstmal noch einen Birnenbaum hin. So. Dann hier rüber. Schupp. Hier gibt es auch noch wieder Apfelbäume, die weg müssen. So. Ich glaube, manche Apfelbäume sind gerade geschüttelt, das heißt, die sehe ich gerade nicht. Die müssen wir halt anders machen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es das überhaupt noch gibt, jetzt mit diesen Formen da. Auf dem Baumstumpf, da gab es ja bestimmte Baumstümpfe, die eben dann Pilze wachsen lassen haben und so weiter, aber ich habe noch keinen einzigen Pilz gesehen. Ich glaube, Pilze gibt es in Animal Crossing gar nicht, in dem jetzt hier. So. Kann ich ein paar Kirschbäume pflanzen hier? Ein bisschen höher, eins höher fand ich es cooler. Hier. So, den hier auch noch weg. Kann ich nicht noch eins weiter hoch? Nein, eins weiter runter. Hier. Muss ich noch eine Kirschbaum pflanzen. So. Ich mag Kirschen voll gerne. Kirschen sind lecker. Nein, mach den weg. Das Loch. So, der wird auch gleich zum Kirschbaum noch. Haben wir hier noch welche? Hier haben wir auch noch welche. Okay. So. Wie viele Kirschen haben wir noch? Eine? Nee, vier Stück. Okay. Was das für ein Baum da hier rechts ist, weiß ich jetzt gerade nicht, ob das normaler ist oder nicht. Auf jeden Fall wollen wir jetzt hier erstmal die Apfelbäume wegwerden. Pilze sind auch zur Herbstzeit. Ja, aber in New Leaf kamen die immer bei bestimmten Baumstümpfen. Es gab ja so dann die Form, was oben auf dem Baumstumpf drauf war, dann so Herzchen oder irgendwie so Sterne oder so. Kirschen sind toll, jetzt. Wie lange kannst du dann eigentlich, bitte? Ich weiß es nicht. Kommt darauf an, wie lange mein Bruder noch weg ist. Mit dem wollte ich heute Abend noch ein bisschen über mein Geburtstagsgeschenk reden. Und so. I don't know. Lass aber mal anfangen und dann schauen wir, wie lange Spaß macht und so weiter und so fort. So. Kirschen. Ah, falsche Richtung. The fuck? Trotzdem mit der Morde los. So, nehmen wir eins höher. Noch eins höher eigentlich. Hier finde ich schön, hier. So, nicht ablegen. Oh, ich wollte es vergraben. Geht das überhaupt? Vielleicht geht es ja nicht. Doch, pflanzen, es geht. Okay.
Gut, dann sammeln wir nochmal alles ein. Dann haben wir schon mal die ersten Apfelbäume eliminiert. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Manche würden sagen, ja Mensch, tu die Apfelbäume doch ausgraben und nicht umfällen. Aber ehrlich gesagt, ich brauche keine Apfelbäume. Für was brauche ich Apfelbäume? Die geben mir kaum Geld. Und irgendwann habe ich eh alles mit Geldbäumen voll. Da brauche ich gar keine Früchte mehr. So, ich weiß gar nicht, ob man, wenn man Geldbäume ausbuddelt, ob man die woanders dann wieder einbuddeln kann. Das weiß ich nicht. Du kriegst auch was zum Geburtstag von mir. Ui. Uiuiui. So, den Kescher nehmen wir mal. Oh, da oben ist ein Himmelsfalter. Ich sollte mal da nach oben gehen. Leiter. Oder ein Schwalmschwanz. Okay, den brauche ich jetzt nicht so dringend. Nehme ich lieber hier den Himmelsfalter. Oder den hier. Den ich treffe. Ach komm schon. Geht doch. Oh je, okay. Aber bitte schätze ich da nicht und mach deswegen mit so viel, das möchte ich aber auch nicht. Möchte nicht zu viel haben. Ah ja, die Ding könnte ich ja eigentlich mal ausgraben. Die Blumen. Also von jeder Sorte eine. Genau. Dann hier kann ich noch ein bisschen weiter schütteln. Die Stöcke nehme ich jetzt auch mal mit, weil ich habe jetzt angefangen zu sammeln und jetzt sammle ich auch fertig. Unkraut habe ich 3. Ja, kann ich auch mitnehmen. Wenn hier gerade einzelne rumliegen. So, bei denen könnte ich die Kronen mitnehmen. Geld. So, eine Sache kriegst du sicher. Okay, okay. Bin gespannt. So, wird es hier um diesen Baum mal kurz weg. Das daneben ist mir egal, aber das um den Baum sieht hässlich aus. Ist hier noch was? So. Gut. Hier haben wir noch ein paar Bäume zum Schütteln. Vor die Layman Bäume, da passiert ja nichts. Oh yes. Nice, never spare. So, was haben wir noch? Stock. Ich würde sagen, dass ich dann alle Bäume, die eben, also dass ich hier oben halt dann Wald mache aus Bäumen, die keine Früchte tragen. Hier in der oberen Etage. Das würde ich mir wahrscheinlich dann so vorstellen. Und vielleicht, dass ich die Bauminsel zum Campingplatzinsel mache. Dass ich von jedem Baum quasi was, also drumrum was einen baue, also einen hinmache. Und dann trotzdem noch Platz habe für ein Zelt oder irgendwas. Ich weiß ja nicht genau, wie das abläuft dann. Ich glaube, da muss ich so einen Platz reservieren. Das müsste dann gut gehen. So, den Kescher wieder mal. Jetzt habe ich das irgendwie nicht mitgenommen, oder doch? So. Oh, diese Leiter, die ist schon ein bisschen nervig. Ich tu mal den Stab und die Leiter wechseln. Nein, ich wollte nicht schütteln, ich wollte sie. Oh, bro. Puh, das ist natürlich kacke, wenn ich schüttel und dann mich noch selber wegdrehen muss. Also am besten schüttel ich am vorne. Jetzt habe ich keinen Platz mehr wahrscheinlich, oder? So.
Och Mensch. Das ist ein kaputtes Auge. Naja. Okay, nächstes Mal. Ich weiß nicht, von vorne stürzt wahrscheinlich am besten, oder? Ich weiß nicht genau. Ich habe noch keine richtige Taktik raus. Ja, schauen wir mal. So. Vielleicht kriegen wir noch eine Biene. Geld. Da hoch noch. Nice. So, habe ich den noch? Ja. Die Stöcke unten nicht mitgenommen. Egal. Die Stöcke sind jetzt nicht so wichtig. Klar, ich muss von vorne schütteln. Ja, ich muss vorne schütteln, dann drehe ich mich automatisch in die Richtung und kann A drücken. Genau. Genau das ist es. Ich muss vorne am Baum schütteln. Lifehack. Nice. Unkraut kann ich echt droppen. Das brauche ich gerade nicht so dringend. Das stackt sich, glaube ich. Oh nein, nicht die Blume. Egal. Habe ich so viele Äste dabei, oder was? 22? Hä? Ach, ich habe Unkraut genommen. Dieser Dino da oben ist einfach nur King, Alter. Kann ich das Foto machen? Wenn ich vielleicht so mache. Und jetzt vielleicht. Stimmung. Hatte ich als Foto? Kamera? Eine Kamera so. Panik? Drama schon gut. Was ist er? Ich glaube, das Bild ist supi. Ich muss aber noch ein Snap dazu machen, weil das aber noch cool ausschaut. Fotografieren. Sehr schön. Oh, schnell die Schleuder. Und hier der krasse Schütze trifft natürlich im First Try. Die kann man nicht. Ah, die kann ich nochmal einpflanzen hier. Und die kann ich auch pflanzen. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. So. Was haben wir für ein Geschenk? Wir haben einen 5000 Sterne, ich sag ja, nice. Ja, der Mann, der die festgemacht hat. Gut, wir waren hier links und nicht. Vielleicht können wir da. Na, ich glaube, es gibt, glaube ich, jeden Tag nur 3 Wespen. Oder nein? Yes, 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 yes. Ich hoffe, neues. Rede wie ein Kindergartenkind, das gerade von seiner großen Liebe gekauft wurde. Okay, dann bin ich jetzt ein kleines, trauriges Kindergartenkind. Das ist ein bisschen Animal Crossing Spiel. Ich muss auf den Verwöhnen-Timer stellen. Oder nee, das merke ich mir, okay. Ja, gut, ja. Ich habe jetzt voll das kaputte Auge. Und ja, bei mir geht's trotzdem, naja. Ich wurde gekorbt von meiner Erzieherin und es war voll schlimm. Jetzt bin ich voll traurig. Und ich hoffe jetzt, dass mir eine Biene ganz böse sticht. Und mein No. Insektträger. Voll der Blödi.
So. Dann will ich jetzt sofort verkaufen gehen. Muss ich Leiter nehmen. So. Dann der Stab. Dann ich gehe erstmal ins Museum. Verstehen die mich wenigstens, wenn ich gekorbt oder so. Ne, kennst du nicht mehr, als ich drin gekorbt. Ja, da kann man das. Ja, hilf mir. Ich brauche deine Hilfe. So. Ein Fossil. Dann wollen wir mal sehen. Huhuhuhu. Was ist ein Juramania? Ja, nimm das halt an, ey. Ja. Nein! Lass mich in Ruhe. Nein! Tschüss. Okay, ich schau mal, ich habe ja neue Minutenmeilen. Dann habe ich hier Fossilien. Dann habe ich hier Finsekten. Dann habe ich hier nichts mehr. Chat. Online. Okay. Der schläft schon wieder. Das ist voll gemein. Ich mache jetzt nicht mal dasselbe, ey. So. Dann hauen wir den Baum um. Push, push, push. Und graben ihn aus. Und machen eine Birne rein. So. Ist hier noch irgendwo ein böser, böser Apfelbaum? Nö. So schüttel ich. Für ein Geschenk über mir. Erstmal will ich den hier fangen. So. Dann hau ich das noch um. Das, was jetzt gleich passiert, der Luftballon simuliert mein Herz, als ich gekorbt wurde. So. So, keine Tasche mehr tauschen. Was haben wir denn jetzt bekommen? Geschenk? Ein Frühlingstrickkleid. Erstmal anprobieren. Oh.
Kann ich nicht. Stimmt, ich kann aufhören. Das ist gut, danke. Ja, das ist ein bisschen schwierig immer spontan zu machen. So. Ja, ihr. Hi. Verkaufen wir mal. Ich möchte mal kurz schauen, wie viel diese Teile hier geben. Ich gebe mal alle drei Stück ab. Wie viel geben mir die? 3000 für so einen, das ist in Ordnung. Gut, dann verkaufe ich mal den Rest. So, 4. Bei 2 hat es leider nicht geklappt anscheinend. So. Genau, da verkaufe ich noch einmal was. Den da, das da. Die Äste kann ich noch gebrauchen. Die Birnen kann ich schon mal verkaufen. Die Wespe kann ich auch verkaufen. Schade, dass hier nicht der gerecht ausgerechnete Preis schon steht. Das wäre eigentlich ganz cool. 8000, nice. Okay, wir haben wieder was bekommen. Mhm. Was ist das? Verkaufe Obst. Fange Fische, okay. Gut, ich will mal kurz auf die Seite gehen. Upsala. Oder mache ich die kurz hier im Browser da vielleicht sogar? Blumen, ja, habe ich. Ich habe es jetzt hier mal auf dem linken Bildschirm. Ihr seht es gerade nicht. Aber. Das ist auch, das ist mein Elektroteil. Gut, ich sammle die beiden mal Sachen mal wieder ein. Ich weiß nicht, ob ich das Elektroteil noch irgendwann brauche. Und ob es überhaupt Geld gibt. Aber gut. Wir schauen mal. Die beiden bringen nichts. Nee, Alpenpfeilchen bräuchte ich. Rose habe ich hier keine. Lilie. Habe ich auch keine. Doch, sind das Lilien hier? Und dann kommt ein Item angeflogen. Bist du eine Lilie? Bist du eine Lilie? Ne, eine Anemone bist du. Anemone hier. Weiß und weiß gibt es eine blaue Anemone. Und bei Tulpen, warte, Tulpen habe ich ja habe ich jetzt welche da. Tulpe. Rot und weiß, aber ich habe jetzt keine rote neben der weißen. So. Ich muss dann eine rote pflanzen. Ich mache mal eine rote neben der weißen. Hier. Rot pflanzen. Und dann eine weiße. Dann gieße ich die und dann sollte da eine rosane entstehen mit der Zeit. Ich hole mir ein schnelles Item. So. No Scope, easy. So. Geschenk. Paar Bündchen-Sandalen. Mit den Socken werden die sicher gut aussehen. Uff. Okay, naja. So, dann gehen wir zurück. Ah, das Kleid wollte ich anprobieren. Junge, ist das hässlich. Sieht aus wie ein Sack. Jetzt sind wir nicht der größte Assi hier, geil. Warte mal. Uff. Man kann auch in Unterwäsche rumlaufen. Okay, ich laufe jetzt in Unterwäsche rum, ich bin Penner. Nice.
dumm aus. Na gut, wir switchen das wieder mal. Was ist das Blödes? Teddy-Shirt. Warte, wie sieht das Strickleiter mit Hemd aus? Die ist auch ziemlich fresh tatsächlich. Ja, aber die passt nicht so zur Hose. Nehmen wir lieber das hier. So. Gut, dann gießen wir mal. Wo ist denn meine Gießkanne? Habe ich die dabei? Ja, hier ganz links. Muss ich noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Das Gießen ist ja einfach, ich gieße die beiden dann. Es gibt verschiedene Blumenarten. Die Wachs. Achso. Es gibt 5 Wachstumsstadien: Samen, Zwiebel, Keim, Spross, Knospe und Pflanze. Im Gegensatz zu einmal früheren kann man sie nichts mehr zertreten. Sondern nur die Knospe. Also geht ein Stadium zurück quasi. Okay. Gut, dann würde ich vielleicht schauen, dass ich die anderen ausgrabe. Zum Beispiel hier. Was haben wir da? Bei diesen Anemonen. Bei den Anemonen muss nämlich. Anemone hier. 2 weiße nebeneinander. Aber ich habe ja doch 2 weiße, habe ich da. Oder eine orange und eine weiße. Kann ich die aber nicht einfach gießen? Probiere ich das mal aus. Und schauen, ob das klappt. Und hier, die werden wahrscheinlich nichts geben, aber ich kann ja trotzdem mal gießen. Habe ich jetzt richtig gegossen? Ich hoffe es. Ich gieße nochmal die beiden. So. Okay, jetzt stimmt's. Okay, gut. Habe ich jetzt noch Blumen dabei? Ja, dann pflanze ich die halt auch noch irgendwie hin. So. Obwohl nicht, nicht dahin. Das war blöd. Da soll auch die andere herkommen. Tu dich hier hin. So. Okay. So, dann würde ich mal sagen, tun wir. Oh, das sind ganz schön viele Viecher. Ja, 1000 Sternis kann ich gebrauchen. So. Nein. Egal, komme ich da? Ja, da tue ich noch schnell diesen Setzling oben hin tun. So. Schaufel brauche ich. Welcher ist denn das ein Setzling? Das ist ein bisschen falsche Baum, aber der fühlt sich ja auch wohlfühlen. Wie echt der Nadelwald ist. Hm. Ja, du kommst doch glaube ich nochmal mit. Komm lieber hier hoch, genau, da ist eigentlich noch gar nichts hier oben. Zwei nach links. So. Zwei nach rechts. Können wir hier. Obwohl ich hier auch ein schöner Platz für einen Campingplatz wäre, ganz ehrlich. Mal schauen. So. Pflanzen. Passt. Wo hier auch überall nur Dinger sind. Hm. Das sind überall nur Nadelbäume. Ich weiß gerade nicht, wo ich jetzt noch die Laubbäume hin tun kann.
Das ist aber nur herrlich. So. Irgendwie passen die dann nicht hin, das stimmt. Ja, dann kommt hier noch ein normaler Baum hin. Nicht dahin, eins daneben. Nicht dahin, eins drunter. Genau, dahin. So. Bingo. Habe ich noch ein Fossil jetzt? Nee, ich habe alle abgegeben. Gut. Dann würde ich sagen, tue ich den Rest mal in mein Haus. Mal was zu verkaufen, eigentlich jetzt nicht, außer dem Schwalbenschwanzteil. Was ist das für ein Kleid nochmal? Was heißt denn das Frühlingsstrickkleid? Ja. Das Frühlingsstrickkleid schenke ich wieder irgendjemandem, weil ich brauche eigentlich keins. Haben wir das für eine Muschel, eine Kreiselschnecke? Ja, den Strand entlang gehen muss ich auch gleich noch, um ein paar Muscheln zu suchen. Wie viele Muscheln brauche ich denn noch? Schauen wir gleich mal nach. Die guten Riesenmuscheln. So. Lager. Lager. Lara, ich habe noch nicht gefragt, was heute der Top-Ankauf ist. Sollte ich noch machen. So, Rostbauteil. Elektronik-Set, das kann ich immer noch verscherbeln. Brauche ich das mal nicht, die kann ich weghauen. Die Jacke finde ich ziemlich cool eigentlich, die tun wir mal ins Lager. Dann suchen wir ein paar Muscheln. Das ist doch eine gute Sache. Ein bisschen Muscheln sammeln. So, die nehmen wir dazu schon mit. Ich schaffe das hier nicht zu springen. Nur Friesenmuscheln, der Rest ist mir echt egal. Aber ich nehme trotzdem alle mit. Oh, Flaschenpost ist auch so bi. So. So. Was haben wir? Chrysanthemenkissen, okay. Das ist was mit Blumenkissen, denke ich mal. Was haben wir jetzt hier? Dann gehe ich gleich auf die nächste. Auf die komplett andere Seite. Das geht ganz gut. Ich muss dazu nur eine Leiter nehmen. Ja. Dann komme ich auf die andere Seite. Haben wir nichts mehr. Blümchen. Oh, hier können wir wieder schütteln. Ja, da kommt glaube ich nichts anderes runter. Ich glaube, da kann gar kein Geld drauf sein oder so. Bin mir da gar nicht so sicher. Kaudischnecke. Haben wir jetzt wenigstens eine Riesenmuschel? Ne, nur Kreisel und Kaudischnecke. Da oben ist wieder so ein Viech zum Fangen.
War zu lang, sei ich zu schnell. Es wird zu langsam mit Schlagen. Ich wollte mir, glaube ich, die Jacke kaufen. Kann es sein? Habe ich auch gerade Geld da? Oder habe ich alles eingezahlt? Ah, ich habe Geld, okay. Arbeitsjacke, kann man das anprobieren? Nee, ich will es anprobieren. Aber die Hose sieht fresh aus. Die Tarnhose. Und die laufen echt den ganzen Tag über diesen Platz, oder was? Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Das dürfen sie nicht, was meinst du? Schleichergärtnerhut. Aber irgendwie finde ich den auch cool, das T-Shirt. Irgendwie finde ich, das hat was. Ist zwar teuer, aber ich nehme es gerne. Und was sind das für Socken? Häkelsocken, Legenden. Oh, Legendenstiefel hört sich aber auch gut an. Ich glaube, die muss ich mir holen. Reagier mal drauf. Ach, das Video, das kenne ich. Ja gut, kann ich gleich schauen. Legendenstiefel. Auch weil sie so heißen, brauche ich die. So. Ich glaube schon, dass sie so Stiefel auf eine Hosentasche hat. Das ist sehr cool. Dankeschön. Ja. Ich sollte mit Nock reden, wegen dem Kredit. Mit der Regierung. Ich glaube, ich muss es höher setzen, weil ich kann nicht jeden Streamer reagieren. Ich muss es höher setzen, denke ich. Oder ich stelle es einfach mal ab. Für ein paar Streams oder so. Kann ich auch machen. Ja. Ne, ich will nicht umziehen. Okay, passt. Da haben wir nix. Gut, dann regiere ich mal drauf. Habe ich das gerade hier? Ups, hallo. So jetzt die Blumen. Ins Gesicht gefilmt über ein Musikvideo. Okay, einen Moment. Sieht man das, wenn ich das hier aufmache? Ja, sieht man, okay. Gut, dann let's go. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab! Code-Kapitän, ja, den kenne ich. Oh, wait, was steht denn da? Das ist ganz schön klein. Zweck dieser Aussicht der Unterhaltung soll kein Person angreifen verlassen. Wait. Hört man was? Sieht aus, wenn man viel hören würde. Zu laut, Leute, ja. Ja, Bocke. Eine Stunde. Mann. Sie haben uns ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht, das dürfen Sie nicht. Sie haben uns ins Gesicht gefilmt, direkt frontal, das dürfen Sie nicht. Sie haben uns ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht, das dürfen Sie nicht. Sie haben uns ins Gesicht gefilmt, Das ist ein Kleid. 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 Das ist ein Kleid
kommt jetzt mit zur Polizei. Das sind polizeiliche Maßnahmen. Das ist jetzt eine polizeiliche Maßnahme, die sich gegen den Kameramann berichtet. Das ist ja erstmal vollkommen egal. Ja, wenn die nicht richtig. Wir machen hier kein Interview. Sie packen sich mit den Schirm. Ich bin Journalist. Wenn Sie jetzt gegen die Presse hier vorgehen, wir gehen nicht gegen die Presse. Doch, Sie gehen gerade gegen den Kameramann vor. Das ist irgendein. Ja, was ist der Grund? Was ist denn der Verdacht? Sie haben nicht ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht, das dürfen Sie nicht. Sie haben nicht ins Gesicht gefilmt, direkt brutal, das dürfen Sie nicht. Sie haben nicht ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht, das dürfen Sie nicht. Sie haben nicht ins Gesicht gefilmt, nein, wir werden uns jetzt polizeilich. Sie haben nicht ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht, das dürfen Sie nicht. Sie haben nicht ins Gesicht gefilmt, direkt brutal, das dürfen Sie nicht. Sie haben nicht ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht, das dürfen Sie nicht. Sie haben nicht ins Gesicht gefilmt, direkt brutal. Oh, was? Verarschen. Im Club laufen. Ja, naja. Das Problem ist halt, dass es halt lustig ist, aber es ist halt musikalisch richtig crappy. Richtig schwach und schlecht. Ja, bitte gibt es nicht auf Spotify oder so, eine kurze Bestimmung. Damit schon erkennen, dass sie sich drum, dass ich drum. Okay, ja, danke dafür auf jeden Fall. Für diesen Vorschlag. Und was wollten wir jetzt hier noch tun eigentlich? Ja, ich werde mal ein paar Sachen verschicken, denke ich. Okay, ich verkaufe mal erstmal die ganzen Muscheln. Und hier ist noch den hier, den nehmen wir auch mit. 10 von 10. Ja, es ist ganz lustig, aber ich finde es nicht so krass. Ehrlich gesagt. Nehmen wir hier. Oder tue ich unten Orangen hin? Wäre vielleicht was sinnvoller, oder? Ach, ich hau den hier mal weg, auf jeden Fall. Ich lass den Baumstumpf mal stehen. Wie hört sich das schrecklich an, meine Melodie? Eine Town-Melodie, aber okay. So. Ich wollte schauen, was der Artikel des Tages ist, genau. Für was kriege ich da Money? Was krieg ich Money, so wie Johnny? Hi. Willkommen, Mari. Willkommen. Das können wir tun. Ich kann Rübenpreise auch mal checken, wie die heute sind. 49 Sternis. Okay. Ich wollte mir eigentlich die Woche anschauen, aber ich hab's vergessen. Ich will was verkaufen. Schwalmschwanz, Nymphe, dum-di-dum. Die einzelnen Hölzer, die brauche ich jetzt nicht extra laufen. Kann ich verkaufen. Schwalmschwanz auch noch. Jo. Das passt. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Herzliche Stanke und dann bye. So. Gut, dann verstecke ich da ein paar Sachen und, oh, das wäre so eine Wanze. Kenne ich die? Das ist einfach der Laufkäfer, oder? Das ist kein besonderer, weil er auch wenn er so bunt ist. Also, Quatsch, wenn du noch da bist, aber was ich gehört habe, ist... Warum ich auch glaube, dass du so wenig Spinnen hast. Es ist wahrscheinlicher, eine Spinne, zu kriegen... Wenn es wenige Bäume und so gibt. Es gibt Leute, die machen sich Spinneninseln. Das heißt, alle Bäume fällen und halt in den Ding tun, in den Schrank tun und dann ganz viele Spinnen fangen und dann wieder alle Bäume pflanzen. Das habe ich gelesen dass, oder gesehen, dass es viele machen. Mir ist es ehrlich gesagt zu aufwendig und ich habe meine eine Spinne. Und wenn das letzte Tier ist, was mir im Ding fehlt, Museum, dann spende ich es auch, also ja.
Genau. Ah, hier sind die Orangen. Nicht viele Orangen hier. Obwohl, da könnten wir da unten die Pfirsiche machen. Die Orangen haben jetzt echt genug. Ich will halt schauen, dass ich Orangen 10 Bäume mache. Oder bei allen Früchten 10 Bäume. Weil das Schöne bei 10 Bäumen ist, dass ich dann 3 10er-Stacks habe. Weil sonst ist es immer so, dass ich einen Stack nur halb habe oder so. Und bei 10 ist es dann 3 Stacks voll. Bei 15 sind es 45. Das ist. Ja, einen. Dann sind es dann 4,5. Ob das Sinn macht, weiß ich jetzt nicht. Also 10 Bäume pro Frucht wäre schon mal nicht schlecht. Dann hätten wir 15.000 pro Frucht. Das wäre gar nicht so schlecht. Noch 20 Bäume machen, aber ja. So. So kommen wir jetzt hier nicht durch, Alter. Über alles springt da drüber, aber hier jetzt nicht. So. Ich habe jetzt einen Ast eingesammelt. Palmes Planus, wie geht's? Schön, dass du reinschaust. Du bist also ein Loch, Messi. Ja, ich mach die Löcher nie zu, weil sie über Nacht eh zugehen, weißt du? So. Ich habe jetzt einen Stock eingesammelt. Da brauche ich mich Stöcke. Tschüss, Stöcke. Ablegen. So. Verkaufe noch schnell die Früchte. Alles top. Perfekt. Freut mich zu hören. Ich glaube, muss man das Licht anmachen, damit ich nicht mehr so dunkel bin hier. Ist das ein bisschen besser? Ich glaube, ja. Gut, dann verkaufen wir das mal noch. Und dann würde ich immer auf eine Maleninsel gehen. Wenn wir jetzt genug haben. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir können schon einen leisten. So. Dip, dip, dip. Haben wir alles, ja. Crusher, du willst nicht zufällig Blümchensandalen. Na, wie viel Tag ist das? Ich spiele das in Real Life, also ich habe nicht geskippt oder irgendwas gemacht. Ich spiele das in Real Life, also ist es jetzt der 8. Tag. Ja, 8. Nee. Erste? Nee, der 9. Tag. Ja. Ja doch. Der erste Tag war am 20. Und dann halt umso höher. Jetzt ist es ja der 28. Also der 9. Tag. Ja, passt. Genau. Also ich habe noch nichts geskippt und werde auch nicht skippen. Ich spiele das ganz entspannt. Ich werde wahrscheinlich nächstes Wochenende nicht dreimal streamen, sondern wahrscheinlich nur an meinem Geburtstag, am Sonntag. Also nicht morgen, sondern in einer Woche. So. Dann wollte ich... Ah ja, zum... Ah, ich hätte mir noch ein Meilenticket kaufen können. Uff. Aber ich nehme irgendwie immer die Schwalbenschwänze mit, keine Ahnung. Ah, okay, ich habe jetzt schon... Ich habe es schon seit dem 19. zum Glück. Ah, das ist natürlich auch cool. Hat mal einen Tag extra quasi. Du hast wahrscheinlich bei Saturn bestellt, oder? Weil ein Kumpel, also mein Bruder hat Doom bei Saturn bestellt und es kam ein Tag vor Animal Crossing an. Und ich habe bei Mediamarkt bestellt. Ah, nein. Okay, das kann ich jetzt schnell hier reinwerfen. Auf die paar Sternis kommt es auch nicht drauf an. Ja. Ich will nicht nochmal reinlaufen. So. Dann hole ich mir noch schnell mein Ticket. Kann man eigentlich sich unten beim Ding auch mal ein Ticket holen? Beim Flughafen? Weiß ich gar nicht. Timeskippen tue ich auch nicht. Das ist boring. Hat auch Mediamarkt bestellt. Echt? Okay, dann hat es ein bisschen von der Lieferadresse wahrscheinlich ein bisschen mehr Glück. Hattest du auch dieses Bundle, wo noch diese beiden Sachen drin waren? Einmal ein Stickerbogen, warte, den habe ich sogar hier. Einen Stickerbogen. Und ein Brillenputztuch von Animal Crossing. Hattest du die beiden Sachen auch oder hattest du das ganz normale Game? Vielleicht wurde es früher rausgehauen, das kann natürlich sein. So. Nur mal einlösen, wie viel haben wir denn? Ja, wir haben genug für einmal mal ein Ticket. So, einlösen. So, ja, eine Freundin von mir, die hatte jetzt gleich noch ein paar Tiere auf den Inseln, auf diesen mal ein Ticket-Inseln. Und irgendwie hatte ich da bisher nicht so Erfolg. Möchten Sie noch was auswählen? Ja. Und zwar. Was kann ich hier alles kaufen? Steine, Brunnen. Ja, das finde ich ziemlich cool, dieses Freiluftbad. Ich glaube, da kann man nicht reingehen. Springbrunnen ist auch hübsch. Der Stellroboter ist auch nice, aber es geht nichts über dieses Monster. Über dieses
Monster hier unten. Das ist einfach Boss. Wo ist es denn hier? Das hier, das habe ich schon aufgestellt. So. Ah, hier werden die Sachen. Mit Sterne-Tickets kann man recht gut Geld machen, aber da muss man halt viele Aufgaben erledigen. Lohnt sich dann doch eher weniger. So. Mein Ticket, dann würde ich sagen, ja. Ich habe leider keinen Vorstellerboni bekommen, weil nicht geliefert, weil mir das nicht mitgeliefert wurde. Aber hätte einen bekommen sollen. Was hättest du denn für einen? Denselben wie ich oder einen anderen? Ich glaube, es gab noch einen anderen mit... Was war das andere? Irgendwas gab es noch, aber das war ziemlich langweilig. Gut, dann gehen wir mal rein. Und schauen mal, wem wir was schicken, weil ich brauche die meisten Sachen nicht. Auch den gleichen? Ah, alles klar. So. Ein Kartenständer. Willst du eine Karte verschicken? Yes. Freund. An wen schicke ich denn das? Schicke ich mal Nettie was? Ja. Die, keine Ahnung. Bis 10.5. Das ist nur begrenzt, nehmen wir die. Ich will es gar nicht schreiben. Ich soll einfach hier. Oder kann ich die einfach leer lassen? Ich will nur ein Item dranhängen. Blümchensandalen. Und die Kleider brauche ich nicht. Aber das Problem ist, man kann pro Person nur 2 Briefe schicken. Das heißt, Blümchensandalen kann man schicken. Hier, viel Spaß mit Blümchensandalen. Schreib mir was. Na egal, dafür konntest du einen Tag vorspielen. Ja, das stimmt, das ist sehr cool. Das hat auf jeden Fall auch was. Boah, da soll man schneller die Briefe schicken. So, Karte wird verschickt. So, in Wild World konnte man schneller Briefe schicken. So. Die Karte wurde verschickt. Okay, was haben wir denn noch? Yes. Das Problem ist, ich habe jetzt noch 2 Geschenke. Also 2 Sachen, die ich brauche, weil die mir zu weiblich sind. Und ich kann nur noch 1 an Nettie schicken, das schicke ich das andere dann an Jenny. So, das ist auch ein leerer Brief. Ich bin tatsächlich zu faul, da irgendwas reinzugeben, weil ich diese Steuerung nicht mag. Und man kann sich mit der App schreiben, was ziemlich dämlich ist. Legendstiefel, Frühlingsstrickkleid, Shirtkleid. Ich glaube, das Shirtkleid nehme ich hier und dann das andere Strickkleid. Ich habe keine Ahnung. Den kann ich auch was schicken, Crusher, ja. Mal schon. Aber ich schreibe eigentlich nicht so gerne Briefe. Ich schicke gerne Sachen. Items halt. So. Yes. Kann man noch was schicken? Yes. Aber nur an andere Person wahrscheinlich. An wen möchte ich schreiben? Freund. Machen wir jetzt mal Jenny. Und da haben wir noch. Wenn ich jetzt aber okay gedrückt hätte, einfach einen leeren Brief geschickt hätte, das wäre amazing. Frühlingsstrickkleid und die Gänsestiefel. Das Kleid können wir verschicken. Schau mal WhatsApp. Ich soll WhatsApp schauen. Was gibt's noch auf WhatsApp? So. WhatsApp gibt's. Genug. Ja, sieht lecker aus. Guten Appetit dir. Ich schick dir von Anders Crusher was. Weil ich jetzt gerade kein Item dabei habe, was ich schicken kann. Oder nicht mehr brauche. So. Tarnhose, Regenmantel. Meilenticket, nee. So. Dann lege ich es trotzdem mal kurz noch davor hin, da habe ich mehr Slots frei. Das ist besser. So. Duck, duck, duck. So. Dann lege ich das hier noch kurz hin. Oh, nicht tragen. Ich wollte es eigentlich ablegen. Okay. Ablegen. Duck, duck. Und duck. Und duck, duck. So. Obwohl die Legendenstiefel vielleicht gut zu meiner Hose passen. Tragen. Naja. Naja, ist okay. Ist okay. Es ist nicht das Beste, aber es ist okay. Natürlich halt um so. Super. Jetzt habe ich die anderen getragen. Ich glaube, die stehen mir sogar besser. Dann lege ich die jetzt ab. Und die anderen Slots sollten mir reichen, denke ich jetzt erstmal. Wo ich die eine Axt hier lassen könnte. Die hier. Okay.
Dann gehe ich mal auf die Insel und schau mal, ob wir da mal wieder einen Bewohner treffen, also ein Tier oder ob da nur diese Standardviecher rumfliegen. So, ich möchte auf fliegen und dann sagt er, ey, du hast ein Mal-Ticket, yes. Ich möchte es nutzen. Ja. So, Werkzeug am Start. Ja, ich habe alles. Let's go. Dann schicken wir was zu trinken ein. Ich finde sogar, wer sich immer Stress macht, obwohl ich eigentlich ganz entspannt bin. Dodo 1, hier spricht Dodo 2. Dodo 3, geht's dir gut? Oh, so. Immer diese Verpackung von diesen Eistees. So, ja, ready. Roger, alle Startklar. Okay, Flug und so weiter. So, dann kann ich mir was einschenken. Einen guten Wildkirsche-Eistee gibt's heute. Prost. So. Roger, kaum zu glauben, aber Flugkrapfen. Ist sicher, was? Flugkrapfen ist sicher auf der Zielinsel gelandet. Ach, der Flug heißt Krapfen. Ich dachte mir, was für Flugkrapfen, ey. Was ein Krampf, wollte ich schon. Ich hatte erst Krampf oder Karpfen, schreibt er, aber das war Krapfen. Gut, dann stelle ich mal meine Getränke wieder auf den Boden. Und wir können uns diese Insel anschauen. Wir haben jetzt hier noch gerade was Neues. Das checken wir auch noch ab. Bei den Nukmainern. Wir könnten auch eine Blume gießen. Das können wir noch machen. Was haben wir hier denn? Blumengießer, lol. Okay, noch dreimal. War das eh 10 Mal hier, ja? Ne, 8 Mal. Ich habe irgendwas Neues. Hier. Beliebter Brieffreund. 20 Briefe. Okay. Cool. So. Schauen wir mal, was es hier gibt auf der Insel. Erstmal einmal drüber gehen und schauen, was so abgeht. Die Spinne kommt, glaube ich, ja später. Die Spinne gibt's. Na, die gibt's erst ab 19. Nee, warte. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, 19 Uhr gibt's die dann. Ja, so lange bin ich glaube ich nicht auf der Insel. Okay, einfach weil es geht, gieße ich jetzt hier noch dreimal. Wenn ich jetzt das hier habe, habe ich das jetzt nicht geschafft? Ich habe doch gerade gegossen. Gieße Blumen. Zählt das nur auf meiner Insel oder was? Anscheinend, okay. Komisch. Ja gut, dann würde ich sagen, schüttle ich wieder Bäume. Einmal komplett durch. So, ich will eine Idee spielen, aber in den letzten Minuten. Ach so. Na, musst du ja nicht. Ist ja ganz egal, wie viel man an Zeit hat in der Daylight. Oh, Item. Nostalgie, was? Radio? Nee, Rakete, war nie was? Rauchrakete, das ist eine Nostalgie-Rakete, bitte. Puh, keine Ahnung. So. Die Seite haben wir jetzt von der Insel fertig. Dann gehen wir auf die andere. Sprungstab und ab damit. So. Ich könnte mir eigentlich theoretisch ein paar ganze Palmen mitnehmen. Wäre ich gar nicht so blöd. Obwohl es eigentlich nicht schlimm ist, wenn ich dann schon mal schüttel. Und ich versuche mal alle Blumen mitzunehmen. Okay, hier auf der Etage. Okay, da geht es jetzt nicht weiter. Dann gehen wir noch eins höher. Leider. Warum kommen keine anderen Tiere mehr? Ich meine, nett, die kamen wieder Tiere. Also irgendwie gibt es sie vielleicht doch noch irgendwie. Mir kommen auch keine mehr. Das ist bei mir auch voll frech. So. Dann diesen Baum noch und dann. Ne, den Baum haben wir schon. Oder?
Baum haben wir schon. Hören Sie bitte durch. Das war eine kleine Insel, okay. Ich würde sagen, wir graben mal die Blümchen aus. Aber ich glaube, die kann man nicht. Soweit ich weiß, kann man die nicht gescheit. Ach, das war eine gelbe, die sah voll orange aus. Ja, dann brauche ich sie nicht. Wobei, ich nehme von jeder Farbe eine mit. Ich glaube, mehr als eine kann man nicht nehmen, weil die dann sich nicht stacken. Mit den Pflanzen. So, dann würde ich sagen, oft werde ich jetzt ein bisschen Holz holen. So. Unkraut, weiß nicht, ob das Sinn macht mitzunehmen. Eher nicht, würde ich sagen. Lieber Fische. Die Äpfel nehme ich trotzdem mit, weil die auch 100 geben. Nicht viel, aber ein bisschen was ist es trotzdem. Trotzdem. Das spielt wieder Animal Crossing New Leaf, alles klar. So. Dann ab damit und dann. Nehmen wir den mit und dann hauen wir hier. Ach, Junge. Ich möchte da rein, springen wir wieder drüber und er springt nochmal drüber. Aber dann ist es nicht perfekt. Gold, yes! So. Nein, nicht ablegen. Ach, ja, gut. Ich will einen essen. So, dann haben wir jetzt hier den ganzen Stein komplett. Und ein Gold. Nice. Mit dem Gold kann ich noch nichts machen, aber es werden auf jeden Fall Sachen kommen, wo ich das Gold, denke ich mal, brauchen werde. Und deswegen, ich glaube, wir haben jetzt insgesamt schon 5 Gold oder so. Das ist an sich nicht blöd. Wenn wir das mal sammeln. Statt 1 oder statt 2. Keine Ahnung. Suchst du aus, auf welche du gerade mehr Bock hast. Mach die mit meinen Früchten. So. Okay, die nicht hauen, sondern ausgraben. Die Palmen könnte ich gebrauchen. So, den Stein nehme ich mit. Die Schaufel nehme ich. Dann muss ich kurz den hier wegtun und hier mal drüben hinlegen. Wo ich kann eigentlich den Slot mal lassen. Ich sammle safe aus Versehen noch ein paar Ding ein, Unkraut safe. Kann ich hier kramen? Und komme ich durch? Oh. Das ist ein bisschen ein dummer Stein tatsächlich. Aber wenn ich hier die hier weg tue, müsste doch eigentlich gehen, oder? Insel kannst du zum Störefarmen nutzen. Echt? Wie viel geben die Störe, wenn man sie verkauft? Ich hatte bisher einen Stör und den habe ich bisher nur gespendet. Deswegen keine Ahnung, wie viel der gibt. Und sind die da mehr, oder wie? 10k, echt? Okay, das ist cool. Ja, dann würde ich mal schauen, dass ich auf jeden Fall noch später ein paar Störe kriege. Sind denn die ganze Zeit da oder nur bestimmt die Zeit? Ich schau mal kurz, wie der Stör ausschaut. Fische? Das war Stör, oder? Yes. Okay, der ist immer da. Aber auch nur noch bis April. Okay. Ja, also auf jeden Fall nice, aber der ist ein Tier im Meer, oder? Oder im Fluss? Ne, im Fluss oder im Meer. Der ist ein Tier im Fluss. Flussmündung. Ah. Okay. Peinliche Frage, das ist ein Stör, oder? Ich hab's ja gesagt, Card Crusher. Das ist ein Stör. Das hier. Der hier. Der nette Geselle hier. So, okay, danke für die Info. Achso, das ist denn die Störinsel. Die sind aber relativ große Fische, soweit ich weiß, oder? Dann würde ich sagen, nehme ich trotzdem jetzt hier noch eine Palme mit. Obwohl, eigentlich macht das keinen Sinn, die ganze Palme zu nehmen, weil man die nicht stacken kann. Dann nehme ich lieber
die Dinge und vergrab die. Wie kann man das jetzt verschwenden irgendwie? Nee, dafür höre ich trotzdem aus. Und grab mir wieder ein. So, nicht, dass ich aus Versehen Stein dann wieder zerstöre irgendwie. Zerstöre, ich will es nämlich in Stör finden, so. So rum. Flussmündung. Soll ich auf die andere Seite vielleicht? Nein, es ist keine extra Störinsel. Okay, okay. Danke für die Info. Gibt es nur auf einer Seite die diese Mündung? Aber hier gibt es gerade keine. Mit dem Köder vielleicht. Gibt es hier auch diese Teppichmuscheln? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Glaube nicht. Wenn mir Schwäche noch Hunger, die kriegen gleich was. Bisher habe ich noch keinen gesehen. Ich mache ja wohl weiter mit den Bäumen. Aber danke für den Tipp auf jeden Fall. So. So. Meine vorletzte Nachricht. Du musst immer beim Fluss herrennen, oben und unten, außer bei der Flussmündung. Dann, wenn du ein paar Mal die anderen Fische verscheucht hast, gehst du zur Mündung und dann muss einer sein. Ah, okay. Sorry, dass ich überlesen habe gerade. Ich schaue ich gleich mal. Oh, aber den hole ich mir auch noch. Der ist zwar nur 4K, aber trotzdem finde ich den ganz cool. So. Aber eigentlich kann ich doch die am besten verscheuchen, indem ich hier rüberspringe, oder? Hallo, spring doch rüber. Ist es so weit? Ist echt so weit? Anscheinend. Ja, ist so weit. Nein, ich will es weg haben. Wo beginnt denn die Mündung? Ist sie da schon beim Stein oder erst hinter dem Stein? Hier schon oder erst auf der rechten Seite? Das ist die Frage. Da ist ein großer. Aber das wird er wahrscheinlich nicht sein. Kurz bei dem Gras. Also hier quasi. Okay. Ja, dann gehe ich nochmal auf die andere Seite. Sah mir irgendwie besser aus. So. Kann ich hier besser laufen? Was ist das hier jetzt für ein Fisch? Ist der Stör größer als der jetzt? Wahrscheinlich schon, oder? Das wird jetzt wahrscheinlich jetzt so ein Barsch sein oder so. Hä? Okay. Ich dachte, das war das Blub, da habe ich mich verhört. Warte, da sieht einer. Da ist einer. Aber der ist klein, das wird keiner sein. Kann ich echt doch hochwerfen? Nee. Aber ungefähr an der Stelle, wo der rechte ist, oder? Und du musst vor allem auch oben auf der Ebene verscheuchen. Ah, okay. Da muss ich meine Leiter auch am Start haben. Okay, probieren wir das mal aus. Ich schub die da oben. Falsche Richtung. Oben ist keiner mehr. Hier ist es ein Fetter. Ist das schon einer? Wahrscheinlich nicht. Das war schon so wie Shiny Hunten hier. Erst ab dem Strand zum Fluss. Ah, okay. Das kann kein Stör sein. Ah, alles klar. Ich kann jetzt gerade nicht verscheuchen. Kann ich wenigstens wegangeln? Nö. Aber die jetzt auch einfach wegtun hier. Tschüss.
lass ihn nicht verscheuchen. Ich lass ihn nicht verscheuchen. Doch. Dann muss ich wohl angeln, wenn sie ihn nicht verscheuchen lassen. Eine schöne Sache wäre, wenn ich noch gut im Angeln wäre. Aber ich bin halt ziemlich schlechter Angler. Aber komm, jetzt ist Fisch, jetzt nimm mal. Ich kann dich nicht verscheuchen in der Mitte vom Fluss. Wow, ein Barsch. Hatte ich noch nie. Nein, Spaß, natürlich hatte ich schon ganz oft. Ja, da rechts ist keiner, oder? Der ist so klein. Oben wieder was? Ne, oben ist nix. Der könnte einer sein, oder? Wenn du die Angel angelst, hält das nicht. Ach so. Aber das ist der so klein, oder? Aber an der Stelle wäre es richtig quasi. Na, schau mal. Boah, Junge. Andere Seite. Der ist zu klein, ja. Schauen wir mal. Das ist ein Babystör. Ne, ist ein Barsch. Oh, diese Barsche, Alter. Ich will nicht so barsch zu denen sein, aber die sind echt kacke. So. Ich kann auch nicht rüber, leider. Ich kann nicht hier weghauen. Komme ich da nicht ganz oben rüber? Doch, hier oben komme ich rüber. Der ist auch zu klein. Und der sowieso hier. Ich weiß nicht, also da macht man wahrscheinlich besser außerhalb des Streams am Abend mal schön entspannt. Weil ich... Oh, der könnte sein. Oder ist der zu klein? Der sieht ein bisschen größer aus. Das ist richtig ausschließen, aber der ist doch jetzt schon ziemlich groß, oder? Die sind beide ziemlich groß. Ja, okay. Wäre natürlich geil, dass sie nebeneinander sind. Dass der eine despawnen wird. Ja, das muss einer sein. Oh, da haben wir eine Controller. Yes. Nice. Yes. Dankeschön für die Info. Finde ich cool, dass es so geht. Der ist zu klein. Geh weg. Da würde ich sagen, ja, kann ich noch ein paar fangen vielleicht. Je nachdem. Oben schauen, ob da noch welche sind. Hallo, rüber? In die eine Richtung kann ich, aber in die jetzt nicht mehr, oder wie? Hm, dann nicht. Kann ich die denn hier nerven, die Fische? Die sind zwar in der Mitte. Ist oben noch was? Ne, oben ist gar nichts. Ist ja zu klein. Das ist ganz schön oberflächlich, dass ich die kleinen Fische nicht haben möchte. Im Winkel geht's irgendwie.
aber zurück geht's nicht mehr. Was auch immer. Ich glaube, einen Stör mache ich noch und danach mache ich das demnächst dann in offscreen. Störer grind, yeah. Warte, Junge. Ja, in Zukunft meine ich es wahrscheinlich dann offscreen, weil ich glaube, zum Zuschauen ist es wahrscheinlich dann nicht das Spannendste. Aber der Tipp war echt ziemlich cool. Vielen Dank nochmal. Ich hatte auch mal eine Insel mit 10 Spinnen oder so. Aber das Problem war, dass die halt immer gespawnt sind, während ich gerade neu gespawnt. Also die waren alle schon da, nebeneinander quasi. Und die sind halt alle auf mich los irgendwie. Und dann wurde ich von einer gebissen und dann ist es so gewesen, dass die nächste Spinne dann auch gleich zu mir gerannt ist, wo ich gespawnt wurde und das zehnmal hintereinander fast. Also ist das jetzt einer? Der könnte einer sein, oder? Oder ja, doch, wäre möglich. Der ist gerade nicht so klein. Oder ist es so in der Mitte, glaube ich, ja. Nee, der ist so klein, ist doch ein Barsch. Oh, verdammt. Ja, Barsch. Scheiß Barsch, ey. So, dann dich auch noch weg. Ich krieche aber nicht weg. Da oben ist wieder was. Dauert länger am Anfang. Kann man dir selber machen. Du meinst mit, indem man einfach die Bäume abholzt, oder? Und dadurch hat man eine Spinneninsel, oder? Oder was muss man bei einer Spinneninsel quasi beachten? Oh, ich wollte die nicht wegpacken. Komplett alles abholzen, ja, okay. Ja, finde ich da aber auch irgendwie unnötig. Also, ja, klar, Geld und so weiter, aber ich mache mir lieber Geldbäume. Das ist doch eigentlich auch mehr, das bringt doch auch mehr, oder? Das ist doch eigentlich rentabler als eine Spinneninsel. Ich meine, ich habe auch nicht die ganze Zeit Bock, wenn ich mal nicht aufpasse, dann irgendwie die ganze Zeit neu starten zu müssen. Also halt von meinem Zelt oder Haus aus. Dankeschön, Mr. Dennis. Guten Tag, hallo. Willkommen in der Hookcrew. Also die Spinneninsel hat halt auch nicht nur Vorteile, finde ich. Bäume sind weg, Baumstümpfe raus. Blumen auch. Einmal volle Taschenspinneninsel 50. Ja, ich hatte vorhin meinen Geldbaum geerntet. Das waren auch 300.000. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen rentabler. Ich habe nämlich gleich an der ersten Geldbäume gleich 99.000 eingebuddelt und jetzt habe ich da halt einen schönen Geldbaum, der mir viel Geld gibt. So, kann ich hier rüber? Der Fisch ist ja echt an einer blöden Stelle. So. Ja, die Fische sollen sich mal entscheiden, ey. Rüber. Wieder rüber. Oh. Kleinfische kann man recht gut verjagen, aber nicht alle machen da mit. Einen Stern möchte ich aber noch haben hier. Dann höre ich auch auf. Okay. Nein, ich wusste nicht, dass es geht. Nur bis 10k. Nein, es geht bis 100k tatsächlich. 99.000 ist das höchste, was man stacken kann als Geldsack. Und yes. Es war ziemlich am Anfang. Meine ersten 100.000 habe ich quasi eingebuddelt. Aber es lohnt sich schon, ja. Deswegen lieber eine Insel voller Geldbäume als eine Insel voller Spinnen, würde ich mal behaupten. Sagen wir so, ich habe noch nie einen Geldbaum. Also ich hatte New Leaf, hatte ich mal einen Geldbaum, aber auch relativ am Schluss, als ich das gespielt habe. Also gesuchtet habe er. Und ja, aber auf New Leaf hat er versucht, da gab es ja auch mehr Früchte als in New Horizons, da gab es noch, was waren da noch da, Mangos waren da, Lychees und so weiter. Come day, hi. Dankeschön für den Raid, 11 Leute, ja nicht schlecht. Was habt ihr denn gespielt? Schön, dass ihr zuschaut. Wir sind gerade auf einer Insel und suchen einen dicken Fisch. Willkommen. Gib Hack, was? Was geht ab? Comedy, sagst du, bist ein Clown? Ja, ich kann lustig sein manchmal, das stimmt.
Ist der. Der Fisch könnte dick genug sein für einen Stör? Doch, ich glaube, es könnte ein Stör sein. Comrade, nice. Troll Rate, was? Okay, okay, okay. So, dann schauen wir mal, ob das wieder Glück hat mit dem Fisch. Nee, ist wieder nur ein Barsch, oder? Ah, diese ganzen Barsche, die Abmarschbarsche. Ey, der Hate Train ist da. What? Alles klar. Ich glaube, der hat dich nur verarscht gerade. Ja, alles klar. What the fuck? Okay, nice. April, April. Obwohl, es ist erst... Nee, wann ist der 1. April? Der ist doch erst später. Der ist in 4 Tagen. Bisschen zu früh. Ja, trotzdem nice. So. Ah, Paddy. 260-21977. Willkommen. Auch hier. Und danke für den Follow. Und ja, schauen wir mal hier weiter mit dem Angeln. Seit wann lebst du Keusch? Was? Keusch? Bitte was? Was ist Keusch? So. Könnt ihr mal weggehen, Fischis da unten? Also ich glaube, der zweite Stör wird... will nicht mehr kommen hier. Der ist zu klein. Der auch. Die sowieso. Da muss ich mal wieder rüberspringen. Und ich weiß, was Keusch ist, dann bist du Keusch. Ah, okay. Macht Sinn. Wenn ich weiß, was komisch ist, bin ich auch komisch. Ah. Richtiger Keusch. Nochmal auf zweite Ebene. Ah ja, okay, passt, danke. Okay. Okay, ich bin so komisch, dass ich jetzt Google danach frage. Okay, Google zeigt mir Bilder von Keusch. Da krieg ich echt Koi-Karpfen oder so vorgeschlagen. Yes, ich wusste es. Ich wusste es. So. Dann. Wusch, wusch. Gehen wir da unten. Und hier weg. Und hier weg. Der ist auch riesig, aber das dürfte keiner sein, oder? Der da links, der hier. Weil er zu weit drinnen ist. Das ist wahrscheinlich wieder ein ganz, ganz dicker Barsch. Du bist ein europäischer Hausen. Ein was? Was ist hier los? Okay. Weg hier. Aber irgendwie hat diese ganze Inselreise mit diesen Meilentickets echt ein bisschen was von so einer Safari-Zone aus Pokémon. Nur, dass man hier zeitlich zum Glück überhaupt nicht begrenzt ist. Man kann hier chillen, wie man möchte. Wenn einem die eigene Insel nicht mehr gefällt, weil man zum Beispiel alle Bäume abgeholzt hat, dann kann man einfach hier ein bisschen chillen. Ist oben wieder was? Ne. Google anschaue wissenschaftliche Namen. Was ist mit dem Chat los? Ich weiß es nicht tatsächlich. Keine Ahnung. Das Blaue ist... Erst habe ich kaum degradet, dann hieß es ein Joke und jetzt weiß ich auch nicht genau. Naja, I don't know. Naja. Hi. Hi, Comedy. Wer bist du gerade? Bist du Kevin? Und dann hi, Kevin und sonst hi, Benny oder wer auch immer. Wie geht's euch? Was habt ihr gespielt? Und danke für den Raid nochmal. Jakob. Ah, Jakob. Genau. Ah, ich wusste es, dass ich fast alle Namen wusste, aber... Ja. Animal Crossing läuft soweit eigentlich ganz gut. Ich suche hier gerade einen dicken Stör. Das ist dieser schöne Fisch hier. Ich weiß nicht, den kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr das Spiel auch habt. Da, diesen hier. Wurde mir der Tipp gegeben, dass man den hier fangen kann. Und der gibt recht viel Geld und den möchte ich jetzt noch einmal fangen. Einmal habe ich ihn schon. Ich könnte ihn eigentlich auch präsentieren. Ich darf ihn jetzt nur nicht wegwerfen. Hier, präsentieren. Okay. Und ja, da bin ich jetzt hier ein bisschen am Grinden, dass ich diesen Fisch finde. Und ja. Der Raid war kein Joke. Okay, dann ist alles gut, weil der Chat gerade ein bisschen komisch war tatsächlich. Da ist einer im Fluss. Wo? Man sieht ihn nur leicht. Der hier? Das ist aber keiner, oder? Oder habe ich jetzt gerade weg?
Nee, hinten, weiter hinten, was? What? Welche Richtung? Das hat sie gespielt. Triggered, ist er weg? Triggered. Ach, da hinten ist. Warte, nee. Nee, das ist keiner, das sind nur die Wellen. Oder hier hinten. Ist. Nee, das ist so. Ist es schon wieder mehr. Im Meer. Im Meer, okay. Der da hinten, oder was? Okay, ich versuch's mal. Der da, okay, ich versuch's mal. Ich hoffe, der despawnt jetzt nicht. Geh mal darüber. Geh mal darüber! Der geht nicht rüber. Der hier? Der in der Mündung? Wo ist in der Mündung hier? Da ist doch niemand. Mach deine Kameraangel hoch. Okay, und nun? Kann ich hier rübergehen, ohne jemanden zu despawnen? Ich hoffe es. Der hier? Und wenn ich hier unten habe, sehe ich ihn nicht, oder wie? Ah! Ist das einer? Okay. Hüpf rüber. Ja, gut. Ah! Ah, okay. Dankeschön. Dankeschön. Dann haben wir noch einen. Okay. Also dann muss ich mit der oberen Kameras machen. Okay, dann mache ich das demnächst. Und yes. Und danke nochmal an euch vom Comedy. Dankeschön. Fürs Raiden. Hat mich sehr gefreut. Gut. Dann danke auch dir, Splanus, für die Hilfe mit den Störs. Muss ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen reinkommen. Aber danke dafür. Ich angle jetzt hier noch ein paar irgendwas. Weil ich nicht weiß, ob hier irgendwelche seltenen Fische sind. Wahrscheinlich eher weniger. Aber es vibriert hier auch ein bisschen. Also sind jetzt auch nicht so selten. Ja, auch die Seebarsche ist schon sehr oft, sehr häufig. Wahrscheinlich vibrieren die nur ab einer gewissen Größe, kann ich mir vorstellen. Alles klar. Blindfisch. Ja, ich bin ein Blindfisch im Fischen. Das ist halt ein kleines Problem, sag ich mal. Aber lieber bin ich blind als ein Stör. Störenfried oder so. Okay, wie auch immer. So. Ich wollte jetzt nicht das. Ach komm. Egal. Bei mir dauert alles manchmal ein bisschen länger, weil ich ziemlich blöd bin. Aber okay. Das ist auch nur in Animal Crossing. Und. Ja, okay, in anderen Videospielen passiert das auch oft. Oh, den 1000 Dinger muss ich sammeln. Oh. Gold. Ich würde gerne sammeln. Wo ist der? Wie lange ist der noch da? Weil das war, glaube ich, eine Aufgabe im Nook-Meilen-Dings. Aber wenigstens habe ich doch Gold bekommen. So. Das war doch hier eine, dachte ich. War das keine? Doch, es war eine. Aber die habe ich schon geschafft. Ich dachte, die habe ich schon. Okay. Ich wollte Bäume fällen. Okay, das kann ich auch noch machen. Wie auch immer. Ich glaube, jetzt hier kann ich nicht mehr drauf fahren, oder? Das ist jetzt vorbei. So, schauen wir aber trotzdem mal. Einmal nach rechts. Und dann. Nee. Okay. Dann nehmen wir die Äpfel mit. Nein, die Äpfel machen eigentlich nicht so viel Sinn mitzunehmen, eigentlich, oder? So, dann haue ich aber vielleicht hier noch die ganzen Bäume um. Obwohl, laut statt den Äpfeln. Obwohl, eigentlich lohnt sich die Äpfel schon, weil die gestackt sind. Dann sind es ja 1000. Deswegen bringt es ja dann schon was. Die Schwalmschwanz, die sind ja 250. Diese Schmetterlinge und die bringen dann eher weniger. Okay, aber der bringt was. Wow, ich meine Kescher, hallo. Hier. Nein, du fliegst nicht da weg. Danke. Ich wandere dann noch weiter. Viel Spaß noch. Ja, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und danke für die tollen Tipps, sag ich mal. Und dir viel Spaß, wenn du auch mal einen Geldbaum pflanzt vielleicht. Und ja, man sieht sich sicher mal wieder. Auf Wiedersehen, danke fürs Zuschauen. So. Dann wissen wir jetzt, wie man Störe fängt. Wir hatten ja schon einen Stör bisher, aber ich wusste nicht. Einen Stör bis höher, aber ich wusste nicht, dass die. Dass die. Okay, dass die immer da bei den Flussdingern sind. Flussmündungen. Das wusste ich nicht. So, dann essen wir hier nochmal einen Apfel. Um diesen Stein zu zersprengen.
So. Und den Stein nehmen wir mit. Und dann machen wir hier weiter. So, so, so. Bin auch wieder raus. Bis zum nächsten Kommentar. Ja, bestimmt, man will sich sicher mal wieder mal. Und yes. Dann danke fürs Raiden, danke fürs Zuschauen und ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau. Ciao, Kevin und Co. Kevin, Jakob, Benny. Okay, ich weiß die drei Namen. Okay, ciao. So. Dann haben wir die Blume hier, die brauchen wir nicht. Wir müssen schauen, dass wir keinen Slot herschenken hier. So. Obwohl wir die ganzen Barsche eigentlich... Was ist die Mehrzahl vom Barsch? Ist die Mehrzahl vom Barsch Bärsche? Ich weiß es nicht. Wie auch immer. So, die Äste brauchen wir aber auch nicht. Die können wir ablegen. Dann können wir mit diesem Stein hier noch. Ciao. Servus. Und Dankeschön. So. Kann man den hier weggraben? Man kann eigentlich, aber ich glaube, man kann Unkraut nicht entfernen, ohne es irgendwie ein, ohne es einzusammeln. Nee, man, mit der Schaufel entfernt man es und sammelt es ein. Und wenn man es aufnimmt, dann hat man es auch im Inventar. Naja, wie auch immer. So. Ein bisschen Eisen farmen und Lehm und Co. Dann würde ich sagen, sammle ich noch Muscheln hier und dann haben wir eigentlich auch mehr oder weniger alles von dieser Insel. So, dann noch den letzten Apfel essen. Obwohl, wir haben noch mehr Äpfel. Da hängen sogar noch welche. Egal. So, den Stein weg. Passt. So, 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 so. Ja, mit der Kamera habe ich tatsächlich noch nicht so viel gearbeitet beim Angeln. Also, schon ein bisschen, aber ich wusste nicht, dass manche Fische nur in einem hohen Winkel erkennbar sind. Ich finde es ziemlich lustig, dass man im Stream, dass jemand im Stream was besser erkennt als ich, obwohl ich eigentlich genau davor sitze. Aber okay. War schon lustig. So. Ich schaue immer wieder, ob es hier einen Fisch gibt. Okay, da in diesem Fluss. Wie heißt es? Strömungen? Mündungen, Mündungen heißt es. So, ist hier eine Riesenmuschel? Bist du eine Riesenmuschel? Nee, ein Sanddoller. So, Holz kann man immer gebrauchen. Hab ich jetzt überhaupt geschaut, was Ding war? Was das Top-Angebot war? Ich kann mich, glaube ich, nicht mehr erinnern. Die Barsche ist die Mehrzahl, echt. Barsche, okay. Okay, danke für die Info. Schuldi, danke. Gut zu wissen, Barsche, okay. Dann habe ich wie viel Barsche in meinem Inventar? Ich glaube 3. Ja, nicht 4 sogar. Aber ich glaube, die werde ich gleich alle wieder loswerden. Ich glaube, die geben nicht viel. So. Ich glaube, es macht mehr Sinn, die erst zu schütteln. Dann kriegt man nochmal mehr Holz. Aber ich weiß es gar nicht. Und hier sollten jetzt keine neuen Bienen kommen, weil ich die eigentlich alle geschüttelt habe. Aber man kann eigentlich ja hier auch die Insel zu einer Spinneninsel machen. Also muss man ja nicht seine eigene Insel machen, sondern hier, die kann man auch zur Spinneninsel machen. Wollen wir das machen? Hattet ihr da Bock drauf? Weil jetzt ist es fast 19 Uhr, die Spinnen können bald spawnen. Wollt ihr, dass wir mal eine Spinneninsel machen, hier, mit der hier? Weil wir würden jetzt einfach alles komplett jetzt ausreißen. Wollen wir das machen? Hättet ihr Bock? Könnt ihr mal schreiben. Weil wir sind eigentlich ganz weit jetzt hier relativ und wir haben noch 10 Minuten, bis dann die Spinnen spawnen können. Können wir eigentlich mal machen. Ja, okay. Ich habe nie gemacht, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wir können es mal probieren. Meine Taschen sind voll, okay. Das heißt, wir werden dann hier erstmal am Strand, weil ich weiß, dass Sachen, die man am Boden legt, dass die sind nicht beteiligt davon. Die Barsche werde ich mal alle los, weil die brauche ich nicht. Die geben mir zu wenig Geld, glaube ich. Und wir dürfen natürlich keinen Stör freilassen, das wäre natürlich blöd. So. Freilassen. So. Gut, dann, ich glaube, Möbel kann man tatsächlich hinlegen, aber wir legen jetzt mal alles ab. Die Blumen einfach ablegen. Bitte nicht pflanzen und ablegen. Man kann die nur pflanzen, dann lasse ich sie im Inventar. Nostalgia-Gete ablegen. Erstmal ablegen.
Sachen ablegen, ablegen. Die lasse ich im Inventar, ich möchte nicht, dass sie irgendwie verloren gehen. Die Rakete irgendwie auch. So, Holz ablegen, ablegen, ablegen. So, muss ein bisschen weiter vorbewegen. Können wir die echt auch, na, die können wir nur präsentieren. Ablegen, ablegen, ablegen. Obwohl ich die Äpfel mal mitnehme, falls ich irgendwas zerstören muss. Nehme ich am besten alle mit. So, Wespe kann ich nicht ablegen. Gießkanne brauche ich jetzt gerade eigentlich auch nicht. Die Ocarinas auch nicht. Den Sprungstab schon, die Leiter auch. Die Schleuder lasse ich auch mal, vielleicht kommt ja was angeflogen. Kescher auch. Ja, passt soweit. Gut. Das brauche ich nicht. Und die Muschel auch nicht. Und die Kokosnuss auch nicht. Und den Sanddollar auch nicht. Gut, dann machen wir die Insel mal leer. Ich weiß nicht, ob Unkraut auch dazugehört, das weg muss, aber ich tue es mal auch weg. Also Blumen und Baumstümpfe meinte, wurde vorgemeint. So, mit der Schaufel. Ich habe noch 6 Minuten Zeit, es wird ein bisschen eng. Ich habe jetzt keinen Bock, instant von allen Viechern hier zerstört zu werden. Ach, das ist ein bisschen blöd mit den Dingern. Alle Blumen müssen weg. Die Löcher mache ich auch mal zu. Aber kann man Spinnen einsperren in so Löchern? Das wäre ich gar nicht so blöd zu wissen. Dann tun wir alles weg. Die Löcher, die lasse ich jetzt erstmal noch da. Vielleicht haben dann die Spinnenprobleme, das wäre lustig. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt funktioniert. Keine Ahnung. Oder ob es auf der eigenen Insel geht. Aber eigentlich müsste es doch hier eigentlich genauso funktionieren, weil eigentlich ist es ja auch eine eigene Insel, nur halt, dass sie nicht mir gehört, sondern es ist eigentlich, kein Unterschied zu der eigenen Insel, nur dass die halt personalisiert ist und dass da halt die ganzen eigenen Sachen platziert sind und so weiter. Mit den Blumen könnte es halt eng werden. Wenn man die nicht snacken kann. Okay, noch 5 Minuten. Beim Worst Case pflanze ich einfach alle Blumen am Strand oder so. Oder an einer Stelle eben alle. Dann sollten die woanders überall trotzdem spawnen können. Meine Schaufel wird wahrscheinlich gleich brechen, denke ich. So lange hält die nicht. Man kann die leider nicht komplett zerstören, die Blumen. Taschen sind voll. Tauschen. Mit was denn? Mit Äpfeln? Mit den Ästen vielleicht mal. Äste vergraben. Nein, austauschen. Nicht vergraben, Alter. Wie machen wir das denn? Jetzt haben wir halt so viele von diesen blöden Blumen. Ich kann sie vergraben. Nee, wenn man sie vergräbt, dann sind sie auch. Pflanzen sind sie auch so drinnen halt. Das möchte ich aber nicht. Weil vielleicht müssen die Blumen einfach nur Dings sein. Na, das ist kacke. Jetzt habe ich wieder keinen Platz, oder? Ja. Tauschen. Nicht austauschen, dann pflanze ich sie ein. Aber austauschen ist auch ablegen, oder? Ja, gut. Puh, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Kann ich die nicht einfach so machen? Wenn ich die alle hier unten pflanze.
Da müsste es doch passen, oder? Das kann ich noch ausgraben hier. Noch 3 Minuten. Wenn alles an einer Stelle ist, dann ist es nicht so schlimm. Oh nein. Was hab ich jetzt gemacht? Kein Platz mehr, okay. Kann man unten nichts pflanzen? Anscheinend nicht. Nee. Ah, das sind die Blumen. Ah, ablegen. Ja. Ja, warte, ich nehme die nochmal auf. Erstmal pflanze ich alle. Es hieß, soll keine Blume mehr sein, aber wenn die Knospen noch da sind, dann passt es doch, oder? Eigentlich ja schon. Okay, das braucht die Blumen. Das heißt, dann nehme ich die Blumen auch noch alle weg. Langsam wird es dunkel, noch 1 Minute. Und dann könnte es losgehen. Oh, ich habe keinen Bock, dass ich jetzt überfallen werde von diesen Viechern. Das muss es schon nicht sein. Na, wir werden sehen. Ich höre irgendwie ein Gekreische. Das sind nur nicht die Viecher. Oder? Was haben wir denn jetzt hier gemacht? Bäume geholzt. Okay. Ich mache kurz Fenster zu, da, weil es ein bisschen kalt wird. So, okay. Let's go. Gut, dann haben wir die Seite relativ fertig. Seite müsste fertig sein. Oder haben wir hier noch was vergessen? Ne, hier haben wir noch was. Okay, jetzt 19 Uhr, die Musik ist anders. Ab jetzt können Spinnen spawnen. So, natürlich wird jetzt wahrscheinlich nicht gleich sofort eine da sein, aber wir müssen trotzdem aufpassen jetzt. Damit. So, weg damit. Noch Bäume. Die Blumen hier noch alle. Nein, die kann ich echt graben. Normal nehmen. Ich weiß nicht, wie das ist, ob die einen Spawnpoint haben, wie so in Minecraft quasi. Oder ob die einfach. Vielleicht haben die mehr Spawngrund, sag ich mal. Wenn es keine Bäume und so weiter gibt und auch keine Löcher, weil in Löchern können sie nicht spawnen, denke ich. Ich möchte jetzt hier trotzdem mal wegmachen, alle. So kann ich mit meinem Bagger hier fahren und alles niederwalzen. Das ist irgendwie einfacher. So. Hier drüben haben wir noch ein bisschen was. Aber dann wären wir eigentlich fertig.
So, gehen wir unten. So, weg damit. Machen wir die Löcher doch auch mal weg. Oh, es ist kaputt. Nein. Okay, wir haben alle Blumen, oder? Ich hoffe es. Es wäre so krass, wenn wir mit der letzten Blume auch alles weg hätten. Ja, aber wir brauchen trotzdem noch mal was wegen dem Teil da. Den Baumstumpf müssen wir noch wegtun. So, diesen Baum hier, also die Palme noch. Den müssen wir noch loswerden. So, dann craften wir schnell noch was. So, geht da rüber. Oh, geht da halt darüber. Eine schöne Insel, ohne Bäume, ohne alles. Stellt euch vor, es ist eure eigene. Ihr würdet doch so traurig sein. Würde versagen und verzagen und versagen. Ich würde interessieren, ob es da irgendwie so ein, auch so eine Belohnung gibt, wenn man alles mal aufgeräumt hat auf so einer Insel. Das wäre eigentlich auch ziemlich cool. Wenn da stehen würde, hey, du hast die Insel komplett flach gelegt. Ja, okay, das hört sich wahrscheinlich ein bisschen falsch an, aber ja. That's right. So. Was soll ich tun? Was herstellen? Was haben wir hier denn schönes? Ein Kissen sieht cool aus. Was braucht man dazu? Chrysanthemen. Eine Schaufel. Brauche ich fünf Hartholz. Das Hartholz muss ich hin haben. Hier. Was herstellen? Yes. So. Müssen wir mal schauen, ob wir hier irgendwie Glück haben, ob uns hier spawnen. Ablegen. Ich würde sagen, ich lasse mal mein Inventar jetzt so voll, weil warum nicht? Da müssen wir drüber und noch den Baum weghauen, dann haben wir alles. Ich hoffe, die sind schon ab 19 Uhr da und nicht erst ab 20 Uhr oder so, das wäre richtig blöd. Dann habe ich alles umsonst gemacht. Schauen wir mal kurz hier nochmal nach. Upsala, ich muss hier hin. Doch, jetzt ab 19 Uhr sind sie da. Okay, bis um 4 Uhr in der Früh. Okay. Weg, jetzt haben wir eigentlich alles gemacht. Es dürfte kein Fleckchen mehr da sein. Wo irgendwas ist. Außer halt am Strand da unten, aber. Dann laufe ich mal ein bisschen mit dem hier rum. Im Sprungstab. Da vielleicht ein paar zu spawnen. Ist jetzt wegen Stör da. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn zu sprinten. Ich muss ja eigentlich normal laufen. Ich weiß, sollte vielleicht ein bisschen die Kamera runtergehen. Da sehe ich die vielleicht eher.
voll Angst, wenn ich jetzt hier rein spawnen in diesem in mein Blumenfeld hier unten. Ich weiß nicht, ob hier überhaupt noch welche, ob es hier welche gibt. Weil das ist auch so eine Sache, wo man hier ewig warten muss. Das kann natürlich auch sein. Wisst ihr was? Wir angeln jetzt derweil noch ein bisschen. Der ist ziemlich groß. Was kann das für einer sein? Wahrscheinlich ein Seebarsch. Die unnötigsten Fische im Game. Ich glaube, da gibt es auch Inseln, wo eher welche spawnen. Also ich werde jetzt noch bis um, ich weiß nicht wie lange, noch ein bisschen auf jeden Fall hier angeln. Und Inventar voll machen. Und dann werde ich, ja, die Insel verlassen, denke ich. Kein Stör sein. Nee. Man hat spürt gleich am Vipro, wie wie der was für ein Fisch ist. Oh, meine Angel ist weg. Nein. Oh. Eine neue Angel machen. Herstellen. Yes. Aus Essen, okay. Dann kann ich hier noch ein paar Sachen ablegen. Hier geht nichts mehr hin. Oh. Dahinter kann ich aber um mich rumpflanzen. Ach, komm schon. Ich glaube, da kommt keine Spinne. Ist ja immer so, wenn man keine möchte, dann ist er ja da. Und wenn man sagt, so, ich möchte es unbedingt eine haben, dann gibt es keine. Auch schon was so, so ein komplett Flachland hier. So. Puh. So, Weichholz und 2,8 legen. Nehmen wir das mal kurz auf. War nicht das. Nur die anderen beiden, damit die jetzt gestackt sind, ablegen. Ablegen. Ich würde sagen, ich nehme jetzt mal alle Sachen mit, die ich eh mitnehmen würde. Das sind die und die und das Holz. Was ist das hier? Die Wachelis kann die Ocarina auch. Was ist das hier? Sanddollar? Nee, Tritonshorn. Ja, könnte man machen. Kreiselschnecke. Ja, Tritonshorn am ehesten noch. So,
Zebrasch brauchen wir nochmal. Und dann können wir noch ein bisschen angeln oder irgendwas machen. Warte, da ist auch einer. Ja, da ist einer. Das ist ein Stör. Kann ich den mit der Wackelangel fangen? Ich bin jetzt mal gespannt. Bitte nicht der untere. Das ist mir zu unsicher. Ja, gut, der obere. Könnte hinkommen. Ja, siehst du's? Ich hoffe, mein Angel reißt nicht, mein Angelschnur. Kommt der noch dahin oder nicht? Ich glaube nicht. Ich muss mal darüber gehen. Andere Seite probieren. Das müsste aber einer sein, ja. Mal wieder zu mir schaut, der will doch geangelt werden, oder? Ja, ist einer. Nice. Nice. Okay. Hm. Wie komme ich denn hier rüber? Ich glaube, die chillen gerade alle noch. Sie sind gerade im Flieger, die ganzen Spinnen. Ich glaube, die Spinnen. Gut, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie lange soll ich noch auf der Insel bleiben? Ich sag höchstens noch bis um halb. Oh, Junge. Junge, Alter, du bist. Oh, ein dummer Fisch. Ich bin auch ein dummer Angler, aber Junge. Kann ich eigentlich mal richtig werfen? Geht doch. Hatte ich die schon? Ja, eine Flunder. Ach, der Witz ist mir jetzt zu flach. Okay, das ist lustig. Aber die hatte ich noch nicht. Nee, die hatte ich noch nicht. Geil. Klische und die Flunder. Was ist der Unterschied? Die Flunder und die Klische. Nice. Angeln wir noch ein bisschen. Gut. Läuft bei deinem Kontostand, Jolie. Und es hat nur noch ein Relive, wie wir übertragen können. So. Kein Bock auf den. Respekt. Junge, der Fisch kommt aber angedüst, Alter. Das wäre nice, ja. Jetzt haben wir hier einen Bitterling. Bitte sei nicht verbittert.
Jo. Okay. Gut. Um halb gibt's Essen, das heißt, um halb werde ich dann auch aufhören. Und dann bin ich trotzdem 20 dann da. Juli, denke ich. Oder vielleicht ein bisschen später dann wegen Essen, aber ja, nicht viel später. Die 100 machen heute voll. So, ein Stiefel. Oh yeah! Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch. Oh, ja, doch, Stiefel ist gleich besser als so ein Barsch. Ich weiß nicht, Barsch oder See. Ich nehme mal einen Barsch und einen Seebarsch mit und schaue, wer mehr bringt. Weil mich das interessiert, ist hier noch ein Abschluss, ein Störer. Also mit der Spinneinsel, das glaube ich, sind wir jetzt auch zu früh dran. Um 19 Uhr sind noch nicht so viele da. Ich glaube, die spawnen mit der Zeit dann immer mehr. Ich kann das ja mal privat ausprobieren und dann euch mal davon erzählen oder so. Oder vielleicht mal ein Screenshot schicken oder so oder zeigen. Gibt es noch einen Störer gerade? Nö. Jetzt eh keinen Platz mehr frei. Gut, dann würde ich sagen, bleiben wir noch eine Minute oder so drauf. 30 Minuten, alles klar. Ja, das machen wir dann. Ah, dann haben wir hier das Zeug dabei. Die Blumen brauche ich aber nicht mitnehmen, tatsächlich. Die lasse ich dann hier. Die lasse ich hier. Die Äpfel nehme ich mal schon mit, sind 300, ist okay. Gut, nehme ich trotzdem die Muscheln dann mit, würde ich sagen. Und wie viele Äste sind das? Fünf sind mir gar nichts. Ich habe eh schon Ast, dann kann ich trotzdem mitnehmen. So. Würde ich sagen, ich bin jetzt noch 2 Minuten auf der Insel, ich bestelle mal kurz einen Timer und wenn es dann klingelt, dann gehen wir gleich. 2 Minuten, let's go. Spinne jetzt oder nie, sonst seid ihr langweilig. Nee, ist aber immer in jedem Spiel. So, wenn man was ganz dringend möchte, auch beim Stirb gerade, es dauert wirklich. Und wenn man es nicht möchte, dann easy sofort da und so weiter und so fort. So, Fischi. Einfach nur schauen, was für einer ist. Ja, vibriert nicht so stark, wird nichts passen, Seebarsch. Oh, ein Kaiserschnapper, den haben wir. Haben wir den schon? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ein Kaiserschnapper, ein Ehrenfisch. Ne, haben wir schon, aber trotzdem, ich finde Kaiserschnapper einen der coolsten Fische überhaupt. Ich finde seine rote Färbung sehr cool. Zwar mache ich es aussehen in Ding mehr, in den älteren Animal Crossings, aber dennoch, ein Kaiserschnapper, ein toller Fisch. So, eine. Was bist du? Ein Seebarsch. Ja, bitte geh weg. Tschüss. Have a great time. Auf Wiedersehen. Und die Angel ist schon wieder im Eimer. Gut. ja, wie machen wir das? Ich würde sagen, mache ich mir noch eine Angel. Herstellen. Dann habe ich auch komplett nichts mehr. Dann habe ich auch komplett kein Essen mehr. Ein Ast brauche ich auch nicht mehr mitnehmen. Wie mache ich das denn? Ja gut, dann mache ich jetzt, tue ich den Ast raus. Wo ist denn der eine Ast hier? Den brauche ich jetzt echt nicht mitnehmen. Und fange vielleicht noch das ein oder andere Insekt. Gibt es noch ein paar Schwänze, wie auch immer. Was habe ich jetzt neu bekommen? Bastle Sachen, okay, ja. Gibt Sternis aus zu kaufen, das werde ich jetzt aber nicht mehr machen. In der Krele fangen gibt es ja wahrscheinlich auch eher weniger. Gut, jetzt ist die Zeit eh vorbei. Ist gut. Dann, ja, fangen wir von beiden noch einen und dann haben wir ein volles Inventar. Und dann passt das. So. Ah, ich habe ja letztes Mal, okay, dann lassen wir auch wieder frei. Dann brauchen wir nicht. Oh, da war ein Schwalbenschwanz. Okay, nehmen wir den lieber, statt dem Zitronenfalter, weil der mehr gibt. Okay, tauschen.
statt dem Falter. Ja, cool. Ah, cool, was Ding hatte ich. Tschüss. Okay. Dann auf Wiedersehen und. Vollkommen Zucker, aber das kann ich nicht tun. Ja, fliegen zurück. Warte, ich schau noch mal kurz im Inventar durch. Nicht, dass ich irgendwie doch was vergessen hatte. Mein Gold habe ich, meine Ocarina habe ich auch, ja. Und sonst hatte ich eigentlich nichts Besonderes. Meine Störe und was war mein neuer Fisch? Hier die Flunder. Ja, passt aber. Gut, dann können wir jetzt fahren. Löffel Biskuit und Pistazieneis. Nehme einen ausgerauschten Feinliner als 3DS-Stift. Ja, mit dem geht's ganz gut. Bei 3DS, also bei, auch bei DS konnte man eigentlich alle möglichen Stifte. Ne, ich hatte auch mit Bleistift. Es gibt eine lustige Geschichte. Als ich mal krank war und halt zu Hause war, habe ich DS gespielt. Ich weiß gar nicht, was ich gespielt habe. Und da habe ich Salzstangen gegessen, weil immer wenn ich krank bin, esse ich Salzstangen. Aber auch wenn ich gesund bin, esse ich Salzstangen. Ich liebe Salzstangen einfach. Und da habe ich dann in meinen Touchpen gebissen, weil ich dachte, das wäre eine Salzstange. Und ja, das ist eine lustige Geschichte, die mir mal passiert ist. Also, ja, gut. Kann auch mal passieren. So, wir gehen jetzt noch ins Museum, spenden die Flunder, verkaufen den Rest. Und dann habe ich einiges gemacht heute. So. Was soll ich für sie tun? Ich will was dürfen, ja. Fossilien habe ich ja, glaube ich, keine, oder? Fossilien habe ich keine, ne? Nee. Ein andermal. Ja, erzähl mal ein anderes was. Aber ich muss nicht immer wissen, was das für Fische sind. Ich sehe die und dann kann ich mir meinen Teil denken. Och, Mann. Ja, mir passieren Sachen. So, dann ab zum. So, zum Laden. Ich möchte aber erstmal hier noch was checken. Ich verkaufe hier natürlich nichts, weil das hier weniger kriege. Aber ich will schauen, wie viel die hier geben. Kaiserschnapper. Ich muss natürlich ein bisschen rechnen, weil ich jetzt kurz blöd bin für Mathe. Der Kaiserschnapper gibt 3000, okay. Also sind 80% hier. Ich muss halt immer durch 0,8 rechnen. Und dann hat man hier 1. Ich krieg dieses Blatt nicht. Okay. Kaiserschnapper ist 3000. Das ist echt ein guter Preis. Wie viel gibt das hier eigentlich nochmal? 300. Das Nest, Wespennest, Schwalmschwanz, der gibt hier, soweit ich weiß, 250, oder? Nee, 240 nur. Ja gut, 240 ist auch nett. Schwalmschwanz. Wie viel kann ich Holz eigentlich verkaufen? Warte, was ist denn 1080 durch 21? 1008 durch 21 durch 0,8 sind 60 pro Holz. Das geht aber auch. 60 Holz. Ich gehe mal davon aus, dass die anderen dann genau dasselbe kosten. Oder? 900 irgendwas wird es sein. Ja, passt. Stör gibt hier wahrscheinlich 8000. Genau, und sonst 10.000. Genau. Ist 10k. Dann hier Barsch interessiert mich. Barsch ist 320. Ist 400. Und der andere, der Barsch, ist auch 400. Okay. Dann sind die Barsche gleich viel wert. Der Stiefel bringt 8. Sehr geil. Der 100-Füßler. Der gibt. Wie viel war der jetzt? Funfick, meine Flamme auf Snapchat sind Bäume. Alles klar. 300 müsste das sein, oder? Yes. Der gibt auch 300. Was haben wir denn noch? Gold. Wie viel gibt Gold? 10.000 noch.
Der Himmelsfalter gibt 4000, das weiß ich. Haben wir noch irgendwas, was wir sehen wollen? Tritonshorn. Was ist denn das Tritonshorn? Also was gibt's denn? Wie sieht es mit anderen aus? Tritons 500. Das lohnt sich nicht. Sand Dollar ist ziemlich schlecht. Es gab noch eine andere Muschel, die ich dabei habe. Egal. Doch hier. Die Kreiselschnecke, die ist auch ziemlich schlecht. Also Tritonshorn ist tatsächlich ziemlich gut. Ihr seht hier, 560. Das müsste dann 600 sein. Die 700 sogar. Also Tritonshorn und Ding sind die und Riesenmuscheln sind die einzigen, die sich lohnen. Ah nein, ich will sie nicht verkaufen. Ich will sie ja drin im Laden machen. Da kriege ich ja mehr Geld. Stimmt. Mache ich das noch? Dann machen wir noch kurz. Dann packe ich noch alles ein. Und genau. Wird ein bisschen nach halb sein natürlich jetzt, aber. Ja, ich wollte den Topverkauf noch kurz checken. Funktional Gartentisch. Hm. Okay. Verkaufen. Ich hab dabei ein Büsch, einen Stör, noch einen Stör, ein Tritonshorn. Oh nein, die will ich nicht verkaufen, die auch nicht. Stiefel nicht. Gold auch nicht. Wespe habe ich nicht geschaut, wie viel die gibt. Die schaue ich jetzt noch kurz nach. Komm, 50k safe. Nein, nicht ganz. Okay, nicht ganz. Okay, wie viel gibt es die Wespe noch? Die Wespe. Habe ich noch irgendwas? Nee. Das ist auch verdammt gut. 2,5. Ja, klar. Yo, thank you. Und dann bin ich mal weg. Was ist denn das hier eigentlich da hinten? Was soll denn das sein? Ein Spiel oder was? Ein Go. Achso, das Spiel Go. Ja, okay, nee, das ist, finde ich, nicht so spannend, ehrlich gesagt. Ich geh mal wieder. So, dann, was mache ich jetzt alles jetzt noch? Was ich eigentlich immer mache, ist das Geld auf mein Konto zahlen. Das mache ich auch immer. Weil da ist es immer schön gelagert und dann kann ich immer jeden Tag mit leerem Geldbeutel starten, um was zu erreichen quasi. Sup. Bankautomat. Ah, das kann ich jetzt noch nicht, oder? Aber Einzahlung kann ich machen, genau. Alles einzahlen. Ah, das kann ich auch machen. Das ging ja früher nicht. Früher ging das ja nicht, da musste man ja immer irgendwelche Zahlen drücken. So, dann hole ich noch meine Sachen, die am Strand liegen. Und dann war es das soweit von dem Stream. Ich könnte noch schnell schauen, für was mit also dieser Gartenfunktionstisch, wie man den macht. Aber ich tue mal noch alles in mein Häuschen rein. Wir haben heute einiges erreicht tatsächlich in den fast 3 Stunden. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Da. Tun wir mal einen Schrank, was wir nicht brauchen. Nicht an die Wand. Ich wollte in den Schrank tun. Ins Lager. Nein, nicht umziehen. Oh. Das Trauerlied ist schon geil. Oder das Klagelied heißt es. Ah, die Nostanide Rakete will ich noch anschauen. Lager. Den Schuh, die lagere ich auch mal. Gold auch. 2 Gold, ist echt gut. Die Unkrautbombe auch mal. Ah, hier war noch ein Sanddollar. Egal. Obwohl, den hätte ich nicht ins Lager tun müssen. Kann ich aus dem Lager wieder rausholen eigentlich. Ich sammle ja keine Sanddollar. Muscheln, wo sind die? Sonstiges. Gut, das Sonstiges alles ist und bei anderen Kategorien gar nichts. Sanddollar nicht mal wieder mit. Was brauche ich denn für diese Funktions... Was war denn das? Gartenstuhl oder Gartentisch, oder? Ich mache das jetzt nicht mehr, aber ich kann mal schauen.
Was brauchen wir da? Hartholz und Eisenerz. Das ist mir extra zu teuer. Ich glaube, das lasse ich dann heute weg. Geld habe ich erstmal genug und ich möchte jetzt nicht meine Sachen verschwenden, ehrlich gesagt. Und ja. Warte, wie geil. Oh! Wie geil ist diese Nostalgie-Rakete? Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist geil! I'm in love with this Nostalgie-Rakete. Ich tu den mal weg hier. Den kann ich woanders hin tun mal. Diese Nostalgie-Rakete ist ja mal das Geilste, was ich gesehen habe bisher. So. Dieser Automat, der ist mir eh zu hell und der macht Geräusche, deswegen tun wir den mal erstmal ins Lager. War eh nur zum Flexen da. Okay, deine Kollegen hat er nicht gefunden. Spinni. Krass, Alter. Das ist wirklich geil, das Ding. Ich finde, das war halt voll nice. Was habe ich jetzt hier Neues? Profi-Pflücker. Ups, sammeln, okay. Auf einer Insel wird mehr bezahlt, um die Früchte. Ah, stimmt, das könnte man machen, wenn man auf einer Insel ist. Das verkaufen, aber ehrlich gesagt ist mir das nicht wert. Was habe ich denn noch Neues? Hä? Aufräumprofi. Das ist, wenn man Ding wegmacht, oder? Ah, nee, wenn man es lagert. Okay. Ja, ich bin viel am Lagern, das stimmt. Gut, dann haben wir hier alles. Hier ist das Chat, was gibt da Neues? Danke für das Kleid. Oh, das ist nett. Das ist nett. Gerne, gerne. Ich hoffe, es gefällt dir. So. Dann bleiben wir hier kurz mal chillen. Und ich schau mal kurz, ob es wen zu raiden gibt. Aber wahrscheinlich nicht. Wir sind eh nur noch zu dritt. Aber vielleicht gibt es irgendjemanden, der gerade auch nichts, kein Zuschauer hat oder so. Gibt's immer. Da, Sef. Ich glaube, das wird nicht so passend. Dann schauen wir kurz auf Twitch, ob es irgendjemand gibt ohne Zuschauer, der gerade Animal Crossing streamt. Und ich schaue kurz am Handy, das ist mir gerade zu blöd hier. Fährt bei Herbie die coole Musik. Entschuldigung, bleib am besten noch kurz da. Damit ich nicht ganz alleine bin. So. So, suchen. Animal Uppsala. Animal Crossing. New Horizons. Okay. New Horizons, yes. Und dann sortieren und filter. Von wenig zu viel möchte ich genau. Sprache kann ich nicht ändern. Und wenn. Gibt es da was Deutsches? Oh, kacke, da gibt's nichts auf Deutsch. Da. First impressions, let's start, let's go. Französisch, nee, ich kann kein Französisch. Keine Besuche, wir müssen Geld farmen. Royal Panda. Was macht denn der da im Stream? Wollen wir den mal schnell machen? Der hat gerade keine Zuschauer. Warte mal. Klingt der nett? Erstmal Werbung. Uff. Schau ich mal vielleicht mit dem anderen. Aber ich finde ja nichts Deutsches. Du kannst natürlich ja schon, aber ich nicht. Was kommt hier für komische Ding-Werbung? Ich hoffe, ob ich irgendwas Besseres finde. Tag 2. Ne, Day 2 ist es. War nicht Deutsch. Teststream. Hier ist Deutsch. Cube Mining. Die Person redet aber nicht. Nur Spiel, no Commentary. Was? Wieso streamen so viele das ohne zu reden? Warum?
Was kommt da einem Sinn, das zu sagen, ich stream das, jeder kann zuschauen, aber ich rede nicht. So langweilig. Playing Animal Crossing with my mom, okay. Es gibt echt verschiedene Sachen hier. Jetzt sind wir schon bei einem Zuschauer. Ja gut, wir werden jetzt den anderen nehmen. Ich finde es keinen besseren. Das nächste Mal können wir den anderen machen. Einfach nur kurz Hi sagen und dann war's es auch. Wie hieß der jetzt nochmal? Hier. Okay, dann schauen wir mal, ob wir den finden. So, hier. Live-Kanal. Hier. Das kann. Hey, das, doch, hier ist gerade live ohne Zuschauer. Lass da mal hingehen. Lass da mal hingehen. Was? Hat er gerade was gesagt? Nee. Lieber mit Facecam. Wenn wir die Leute mit Facecam vorteilen. So. Seid ihr dann dabei und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder morgen noch einmal Animal Crossing und dann am Montag Rocket League und so weiter und so fort. Jo, auf Wiedersehen. Und wir gehen am besten gleich schon in den Stream, damit ich das gleich die Reaction sehe. Das darf ich jetzt nicht vergessen. Oh, wo ist er denn jetzt? Oh, hier. Bitte keine Werbung mehr. Nee. Okay, dann sag ihm einfach Hi und dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt Raiden, die Taste geht nicht. Als ob die Taste jetzt nicht geht. Ready schon? Oh doch, ich raide schon. Okay, passt. Cedric, Raiden, einer Gruppe von drei Leuten. Cedric hier und nee. Wie wird's ausgesprochen? Bitte Hilfe. Auf die neuen Programme, die neuen. Weil der Raiden nicht angezeigt ist, sondern wir aktiviert bei Timmy. Ich glaube, Raiden kam ja später mit so einem Switch. Das ist doch ganz gut. Wie denn Darm, Alter? Junge, Chat nur für Follower, Alter. Ja, folge ich mal kurz.